Meine sehr verehrten Damen und Herren, namens des Forschungskollegs Humanwissenschaften, des Instituts für religionsphilosophische Forschung und des Forschungsverbunds Normative Orders der Goethe-Universität begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Abendvortrag. Er wird online gehalten. Als Referent des Abends darf ich Herrn Kollegen Professor Ingold Dalfert von der Graduate University Vermont in den USA und der Universität Zürich sehr herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir auch unter Corona-Bedingungen unsere akademische Arbeit in dieser Form fortsetzen können. Ich danke sehr herzlich für die Zusammenarbeit mit dem Institut für religionsphilosophische Forschung und dem Forschungsverbund Normative Ordnungen. Beide haben die Einladung von Professor Alfred als Fellow am Forschungskolleg Humanwissenschaften für das jetzige Wintersemester möglich gemacht. Und aus diesem reichen Schatz der Forschungen wird Herr Dalfert heute Abend einen besonderen Aspekt seiner eigenen religionsphilosophischen Arbeit uns vorstellen. Uns, das sind die, die im Saal mit Herrn Dalfert am Forschungskolleg Humanwissenschaften heute Abend in Präsenz versammelt sind. Es sind wir alle, die wir online zugeschaltet sind. Und es sind alle die, die im Stream diese Veranstaltung verfolgen. Wir werden dann auch diese gestreamte Vorlesung und die Diskussion über YouTube auf Dauer für alle, die sich dafür interessieren und nachhören und studieren wollen, stellen, sodass wir mit diesem Abend auch eine dauerhafte Bereicherung der internationalen Diskussion zu diesem Thema zur Verfügung stellen. Denn ich weiß von Anmeldungen nicht nur aus Deutschland und Europa, sondern auch aus den USA. Und in diesem Sinne begrüße ich alle sehr herzlich und darf nun Thomas Schmidt bitten, den Referenten des heutigen Abends vorzustellen. Professor Thomas Schmidt ist geschäftsführender Direktor des Religionsphilosophischen Instituts der Goethe-Universität. Thomas, bitte dich um deinen Beitrag. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Matthias, für die freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, draußen an den Geräten, wie das so früher immer hieß bei den Sportübertragungen. Ich hoffe, Sie können mich sehen und hören. Es ist mir eine große Freude, hier eine kleine Einführung und Begrüßung aussprechen zu dürfen. Mein Name ist, wie Matthias Lutz-Bachmann schon gesagt hat, Thomas Schmidt. Ich bin Professor für Religionsphilosophie am Fachbereich Katholische Theologie der Goethe-Universität und zurzeit eben der geschäftsführende Direktor des Instituts für religionsphilosophische Forschung. Das Institut für religionsphilosophische Forschung ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Goethe-Universität, getragen vom Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften und den Fachbereichen Evangelische Theologie und Katholische Theologie. Uns gibt es schon seit 20 Jahren und wir versuchen sozusagen uns immer den Fragen der Zeit zu stellen, akademisch wie realpolitisch und gesellschaftlich. Und zu den Innovationen, die wir hier und da versuchen, gehört, dass wir nun zum ersten Mal auch in der Lage waren, ein internationales Fellowship zu etablieren. Großzügig unterstützt vom Fachbereich Katholische Theologie der Goethe-Universität und vom Forschungsbund Verbund Normative Ordnung und seinem Sprecher Rainer Forst waren wir in der Lage, einen der renommiertesten Vertreter der Religionsphilosophie der Gegenwart als unseren ersten Fellow zu gewinnen. Und wir sind sehr froh, dass wir die Gastfreundschaft des Forschungskolleg Humanwissenschaften in Anspruch nehmen können, dass Herr Dalfert hier forschen, sich austauschen und uns seine Impulse bereichern kann. Illusion der Unmittelbarkeit heißt dieser Vortrag und ich glaube, nie war ein Thema so ansprechend wie heute und so treffend. Wir versuchen hier Unmittelbarkeit, Realität zu simulieren, zu erzeugen. Was ist die Realität? Der noch mächtigste Mann der Welt ist nicht in der Lage, eine Realität anzuerkennen. Aber vielleicht ist die Realität ja auch eine gemachte, eine durch Fälschung erzeugte. Was ist Realität?
wie wird Realität erzeugt? Dies ist nicht nur eine politische Frage, auch in Fragen der Pandemie, in der wir uns in simulierten Pseudowirklichkeiten bewegen, wie jetzt hier auch in diesem virtuellen Raum. Es ist eine politische Frage, es ist auch eine erkenntnistheoretische Frage, die schon lange in der Philosophie verhandelt wird. Was ist die Wirklichkeit? Ist Wirklichkeit etwas, auf das wir unmittelbar stoßen, das uns vorgegeben ist? Oder ist Wirklichkeit etwas Konstruiertes, etwas Gemachtes, etwas Fiktionales, etwas Erzeugtes? Die Frage nach dem Charakter von Wirklichkeit, von Realität, was ist Realismus in philosophischer Hinsicht, ist vor allen Dingen auch eine religionsphilosophische Frage. Worauf legt sich jemand fest, der davon überzeugt ist, dass es einen Gott gibt und dass dieses Wesen bestimmte Eigenschaften hat? Das sind Fragen, die Religionsphilosophinnen und Religionsphilosophen interessieren. Wenn jemand behauptet, dass es ein Wesen namens Gott mit bestimmten Eigenschaften gibt, glaubt diese Person, dass es eine Wirklichkeit gibt, die uns vorgeordnet ist, die wir finden, auf die wir uns beziehen? Oder ist Gott der Name für etwas Konstruiertes, für etwas Gefühltes, Ausgedachtes, Gewünschtes, Erhofftes? Ich bin sehr glücklich, dass wir jemanden haben, der seit Jahrzehnten an der Quelle sitzt, an der sich diese verschiedenen Ströme vereinigen. Die Wachheit für gesellschaftliche Fragen, für kulturdiagnostische Herausforderungen, die Kenntnis über aktuelle Fragen und Strömungen der Erkenntnistheorie und der theoretischen und praktischen Philosophie im Ganzen und speziell die religionsphilosophischen Herausforderungen, denen wir uns in einer modernen Wissenschaftskultur stellen müssen. Ich bin wirklich froh, dass wir Ingolf Dahlfert gewinnen konnten als unseren ersten Fellow, der diese Fragen hier adressiert und uns Impulse gibt. Herr Dahlfert ist Danforth Professor of Philosophy of Religion in Clermont. Er war Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich und dort auch Direktor des Instituts für Hermeneutik und Religionsphilosophie. Er war Lecturer Fellow in Oxford, in Zürich, in Cambridge. Er war am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Er hält die Ehrendoktorwürde sowohl der Universität Kopenhagen wie der Universität Uppsala. Er ist Herausgeber zahlreicher maßgeblicher Reihen, Buchreihen und Zeitschriften im Bereich der Religionsphilosophie. Er war einer der ersten, der die analytische Religionsphilosophie hier für den deutschen Sprachraum erschlossen hat, gleichzeitig jemand, der die klassischen Themen wie Hermeneutik und Phänomenologie erschließt für die religionsphilosophische und theologische Debatte. Er ist unglaublich produktiv, allein die Veröffentlichung aus den letzten 5 bis 6 Jahren vorzustellen, würde hier zu viel Raum in Angriff nehmen. Ich möchte nur erwähnen, Sünde, die Entdeckung der Menschlichkeit, ein Buch aus diesem Jahr, die Kunst des Verstehens, Transzendenz und säkulare Welt von 2015, radikale Theologie von 2016 und ein etwas länger zurückliegendes Buch, aber das, glaube ich, sehr einschlägig ist für das Thema, das wir heute von ihm behandelt wissen, die Wirklichkeit des Möglichen, hermeneutische Religionsphilosophie. Unter dem Titel, den wir heute hören über die Unmittelbarkeit, über die Illusion der Unmittelbarkeit, dürfen wir uns einen spannenden Vortrag von Herrn Dahlfert erwarten, der Hermeneutik, Phänomenologie und analytische Zugriffe in der Philosophie vereint und das Thema der Religion, das Thema der Realität in philosophisch anspruchsvoller Weise auf die Probleme beziehen, die uns heute plagen. Noch einmal, Ingolf, ich bin sehr froh, dass du unserer Einladung gefolgt bist, als Fellow hier nach Bad Homburg zu kommen und diesen Abend mit uns zu gestalten. Bitte schön, du hast das Wort. Ganz herzlichen Dank für diese überaus freundliche Einführung und Vorstellung. Es ist mir eine Ehre und eine große Freude, hier zu sein, wieder in Frankfurt zu sein, nach vielen Jahren. Und unter diesen Bedingungen, die ich mir nicht ausgesucht habe, die Sie alle sich nicht ausgesucht haben, über ein Thema zu reden, das nun ganz offenkundig gewissermaßen unser Problem darstellt. Welche Art von Zugang haben wir denn zur Wirklichkeit? Ich werde, und Sie sehen das auf dem Slide vor sich, ich werde einen Gedankengang mit Ihnen durchschreiten, der mit einigen Überlegungen zu der Debatte um den neuen Realismus beginnt und am Ende auf
eine Skizze einiger Fragestellungen einer phänomenologischen Religionsphilosophie hinsteuert und sich an eine bestimmte Spur hält, die diesmal nicht so sehr im analytischen Bereich, sondern eben im Bereich der Phänomenologie liegt. Mein Weg wird 4 Stationen haben. Ich werde über neuen Realismus einige sagen, dann über die Wirklichkeit der Lebenswelt Überlegungen anstellen, auf die Frage des Erscheinens eingehen und am Ende die Wirklichkeit und Möglichkeit des Erscheinens als Anknüpfungspunkt für Fragestellungen einer phänomenologischen Religionsphilosophie deutlich machen. Seit einigen Jahren gibt es wieder einen neuerdings erhabenen Ton in der Philosophie, der sich im öffentlichen Diskurs Gehör zu verschaffen versucht. Unter der Flagge eines neuen Realismus zieht eine unerschrockene Truppe von Philosophen gegen den Zeitgeist von kulturalistischer Postmoderne und naturalistischem Weltbild ins Feld. Beiden wird in unterschiedlicher Mischung vorgeworfen, in Figuren medialer Vermittlung verfangen zu sein, den Blick auf die Wirklichkeit durch kulturelle Konstruktion oder wissenschaftliche Abstraktionen zu verstellen und die Möglichkeit von Wahrheit und genuinem Wissen von Wirklichem zu negieren. In schwungvoller Übervereinfachung wird all das auf, und ich zitiere jetzt im Folgenden aus Werken von Markus Gabriel vor allem, wird all das auf Weichenstellungen der neuzeitlichen Philosophie zurückgeführt, die, so heißt es, unseren Zugang zur Wirklichkeit insgesamt für schwierig erachtet, da zwischen uns und der Wirklichkeit vermittelnde Instanzen stünden, wie Sinneseindrücke, das Bewusstsein, die Sprache, die soziokulturellen Bedingungen der Wissensproduktion und anderes mehr. Stattdessen wird ein direkter und unmittelbarer Zugang zur Realität postuliert, den man, so heißt es, nur törichterweise und aus Verblendung bestreiten könne. Ich zitiere, man entflieht dem Wirklichen nicht durch die Behauptung, dass es nur mediale, vermittelte Weltzugänge gibt. Denn wenn es mediale Weltzugänge gibt, die uns das Wirkliche verstellen oder nur verzerrt zugänglich machen, dann gibt es diese medialen Weltzugänge ihrerseits wirklich. Oder will uns der Konstruktivismus die paranoide These zumuten, dass wir keinen direkten Zugang zu den angenommenen indirekten medialen Weltzugängen haben? Will er uns einreden, dass wir in einer unendlichen Verschachtelung von Vermittlungen gefangen sind, wie die Figuren in Rainer Werner Fassbinders Film Welt am Draht? Soweit das Zitat. Wer auf mediale Vermittlung im Weltzugang setzt, setzt auf Vermittlung der Vermittlung und damit auf die Vermittlung der Vermittlung der Vermittlung. Und das könne nur in der Lehre einer rein iterativen Selbstbezüglichkeit von Vermittlungen enden, in der sich jeder Wirklichkeitsbezug in Datensalat und Zeichenwolken auflöst. Unser Weltzugang muss unmittelbar sein oder wir haben gar keinen. Das Bild, das uns präsentiert wird, sieht ungefähr so aus. Das sind wir und da ist die Welt und wir wollen einen Zugang zu dieser Welt. Und die Frage ist, wie kommen wir von da nach dort? Und der Vorwurf ist, dass wir keinen direkten Zugang haben, sondern es wird behauptet, wir hätten nur von der Welt her gesprochen, also von... Von der Welt her gesprochen... Wir hätten nur über kausale Medien einen Zugang, wie die Welt auf uns einwirkt. Und wir hätten selbst nur die Weise von kognitiven Bildern, Bilder, Vorstellungen, Begriffe, Weltkonstrukte, mit denen wir uns unsere Weltkonstrukte basteln, die aber eben immer von der Welt verschieden seien. Und auf diese Weise würden wir nie dorthin gelangen, wo wir hinkommen wollen, nämlich zur Welt. Wir würden in unseren Konstrukten uns verfangen. Nun wird niemand ernsthaft bestreiten wollen, dass es philosophisch wichtig ist, dem Realitätsbezug menschlichen Lebens und Denkens gerecht zu werden. Aber die Argumentation des neuen Realismus orientiert sich an diesem Punkt an falschen Entgegensetzungen. Ein ernsthafter Realist kann nicht Vermittlung gegen Unmittelbarkeit ausspielen oder Direktheit gegen Medialität. Als eine eigene Art des Weltzugangs
ist Unmittelbarkeit nur graduell verschieden von vermittelten Zugangsformen. Das ist gewissermaßen ein polarer Gegensatz dann, der an jedem konkreten Punkt ein mehr oder weniger von Unmittelbarkeit und Mittelbarkeit darstellen würde. Wird Unmittelbarkeit dagegen nur negativ verstanden als das, was in keiner Weise vermittelt ist, dann ist in unserem Weltverhältnis gar nichts unmittelbar. Und in unserem Selbst- und Gottesverhältnis auch nicht. Selbst wenn man sagt, dass Gott ein unmittelbares Verhältnis zu uns hat, wird man das Umgekehrte nicht sagen können. Es wird immer von uns aus ein vermitteltes Verhältnis sein. Tatsächlich aber geht es gar nicht um ein striktes Entweder-Oder. Wir leben in einer vielschichtig vermittelten Unmittelbarkeit in der Welt und wann immer wir das eine gegen das andere ausspielen, tun wir das, was Bishop Berkeley als philosophische Grundübel beschrieben hat. Wir wirbeln eine Menge Staub auf und beklagen uns dann darüber, dass wir nichts mehr sehen können. Was wurde in der westlichen Denkgeschichte nicht schon alles unmittelbar bzw. vermittelt genannt? Die unmittelbaren Sinneswahrnehmungen im Gegensatz zur diskursiven Verstandeserkenntnis. Die intuitive Erkenntnis von Einzelnen im Gegensatz zur abstraktiven Erkenntnis des Allgemeinen, bei Duns Scotus etwa. Die geistige Schau der Wahrheit sub specie eternitatis, Spinozas scientia intuitiva, im Gegensatz zur erfahrungsbasierten Opinio und dem diskursiven Wissen der Ratio. Oder die Überzeugungskraft der Vernunftideen im Gegensatz zur Synthese von sinnlicher Anschauung kategorialer Begriffsbestimmung in der Verstandeserkenntnis bei Kant. Häufig wird der Gegensatz unmittelbar und vermittelt, aber gar nicht deskriptiv gebraucht als Hinweis auf zwei Sphären des Vermittelnden und des Unmittelbaren, sondern unmittelbar fungiert als Grenzbegriff, der nichts beschreibt, sondern markiert, wo eine bestimmte Beschreibungsweise an Grenzen stößt, etwa, dass diesseits des Horizonts alles vermittelt ist, heißt eben nicht, dass jenseits des Horizonts etwas Unmittelbares existiert, sondern nur, dass es dort gar nichts gibt, was man im Licht der Unterscheidung von vermittelt und unmittelbar thematisieren und betrachten könnte. Was in unserer Lebenswirklichkeit direkt oder unmittelbar genannt wird, schließt jedenfalls meist Vermittlungen nicht aus. Ich habe es beim Schreiben direkt mit der Tastatur meines Computers zu tun. Ich treffe die zuständige Person direkt auf dem Finanzamt. Und ich spreche am Telefon direkt mit meiner Assistentin in Kalifornien. Der Kontrast zwischen direkt und indirekt, beziehungsweise unmittelbar und vermittelt, kann offenkundig in verschiedenen Kontexten sehr verschieden konkretisiert werden. Es handelt sich um eine funktionale Unterscheidung, keinen stabilen Gegensatz zwischen Unmittelbarkeit und Vermittlung. In keinem Fall aber ist Unmittelbarkeit dadurch zu gewinnen, dass man alle Vermittlung negiert. Das Unmittelbare ist nicht das Wirklichkeitserschließende und das Vermittelte nicht das Wirklichkeitsverstellende. Wir stehen der Welt nicht gegenüber, sondern wir sind auf vielfache Weise in das Geflecht des Wirklichen verwoben. Überall gibt es Vermittlung, auch wo wir von Unmittelbarkeit reden. Unser Leib steht genau für diesen Sachverhalt. Hier könnte ich eigentlich meinen Vortrag enden, weil es so offensichtlich ist, dass wir überall in Vermittlungen existieren. Aber ich tue das jetzt noch nicht, sondern gehe noch einen Schritt weiter. Denn ich denke, dass der Streit des neuen Realismus gegen den Konstruktivismus gar nicht sich auf diesen Gegensatz von unmittelbaren und vermittelten Weltzugängen konzentriert, von dem er spricht, sondern dass es dabei um etwas recht anderes geht, nämlich den Unterschied zwischen Lebenswelt und medialen Konstruktionen, den kulturellen und wissenschaftlichen Sinnkonstruktionen unseres Seins in der Welt und dem lebensweltlichen Hintergrund diffuser, aber wirksamer Gewohnheiten, Gewissheiten und Selbstverständlichkeiten, die allen kulturellen und wissenschaftlichen Konstruktionen voraus und zugrunde liegt. Husserl nannte die Lebenswelt eine stets bereite Quelle von Selbstverständlichkeiten.
auf die man rekurrieren kann, um sich in der unüberschaubaren Komplexität der Gegenwartswelt und Kultur zu orientieren. Allerdings geht es nicht um irgendwelche Selbstverständlichkeiten, sondern um das Selbstverständliche bzw. die Selbstverständlichkeit, wie Hans Blumenberg klargestellt hat. Die Lebenswelt ist, so schreibt er, das Universum der Selbstverständlichkeit als Prämodalität, nicht so sehr der Selbstverständlichkeiten. Mehr oder weniger Selbstverständliches gibt es im Alltäglichen nicht weniger als im Wissenschaftlichen, Moralischen, Religiösen und Philosophischen. Der Modus der Selbstverständlichkeit aber ist der modale Grundcharakter der Lebenswelt. Zu ihr zählt nichts, was nicht so hingenommen würde, als sei es genau so, wie es hingenommen wird. Alternativen und Optionen im strengen Sinn gibt es in ihr nicht. Sie ist das, wo man wahrnimmt, was man wahrnimmt, fühlt, was man fühlt, tut, was man tut, weil es gar nicht anders sein zu können scheint, als man eben wahrnimmt, fühlt und tut. Sie ist das, wo man lebt, als verstehe sich von selbst, wie man lebt. Dass das nicht so ist, bemerkt man erst, wenn man aus ihr heraustritt. Dann verliert das Selbstverständliche seine Selbstverständlichkeit und wird in seiner Kontingenz einsichtig. Das verändert nun aber nicht die Welt, sondern die Weise, in der man in der Welt lebt. Und das zeigt, die Lebenswelt ist keine Welt neben anderen Welten, sondern sie ist eine bestimmte Weise, in dieser Welt zu leben. Eine Weise, in der nicht deutlich ist, dass es eine bestimmte, also von anderen unterschiedliche Weise ist, weil man lebt, wie man lebt, ohne danach zu fragen, ob es auch anders sein könnte. Lebensweltanalysen haben daher einen prekären Status. Sie thematisieren einen Lebensmodus, der sich nur thematisieren lässt, wenn man ihn nicht mehr vollzieht. Gerade deshalb sollte eine Analyse stets die folgenden Punkte beachten. Zum einen ist die Lebenswelt nur im Vollzug gegeben. Dieser Modus ist nicht ohne etwas, an dem er als Modus sozusagen auftritt. Gerade deshalb lässt sich nicht von ihm abstrahieren, ohne dass er diese Lebenswelt zur bloßen Erinnerung wird. Zum anderen ist Lebenswelt immer meine, deine, unsere, eure oder ihre Lebenswelt. Sie hat die Struktur der Jemeinigkeit, wie Heidegger das formuliert hat, beziehungsweise sie ist indexikalisch individuiert, wie ich das sagen würde. Zum Dritten gibt es Lebenswelt deshalb nicht nur im Singular, sondern immer nur im Plural. Gerade weil sie der immer gleiche Modus der Selbstverständlichkeit ist, in dem ein Leben gelebt wird. Zum Vierten gibt es Lebenswelten nur so, dass sie sich ständig in Veränderung befinden. Sie sind nicht stabil und unveränderlich, sondern dynamisch und labil, also modal charakterisiert durch Wirklichkeiten und Möglichkeiten. Zum Fünften sind Lebenswelten nicht solipsistisch, sondern können mehr oder weniger mit anderen geteilt werden. Meine Lebenswelt könnte zu einem gewissen Grad auch die eines anderen sein und umgekehrt. Zum Sechsten kann mein Leben in Lebenswelten anderer fungieren, ohne dass diese zu meiner Lebenswelt gehören müssten. Und siebtens lebe ich in meiner Lebenswelt so, dass ich nicht weiß, dass ich in ihr lebe. Was lebensweltliche Selbstverständlichkeit besitzt, ist nicht deshalb verbindlich und gewiss, weil ich das weiß, sondern sie bestimmt mich und mein Leben unthematisiert und unreflektiert. Lebenswelten sind präreflexive Weisen, gemeinsam mit anderen sein Leben in der Welt zu vollziehen. Wir wachsen in eine Welt hinein, die uns selbstverständlich erscheint, wie wir sie vorfinden. Und wir lernen nur allmählich, uns vom Schein dieser Selbstverständlichkeit zu befreien und ihre prekäre Nicht-Selbstverständlichkeit zu durchschauen. Dann wird deutlich, dass die Selbstverständlichkeit unserer Lebenswelt eine Unmittelbarkeit suggeriert, die sie gar nicht besitzt. Und dass sie selbst eine Vollzugsform eines vermittelten Zugangs zur Wirklichkeit der Welt ist. Das gilt auch dann, wenn man die singularische Rede von der Wirklichkeit ablehnt und die Vielfalt unterschiedlicher sozialer, mathematischer, moralischer, physikalischer, juristischer, historischer Tatsachen und so weiter betont, wie Gabriel das oft litaneiartig aufzählt.
Die Lebenswelt ist keine Tatsachenwelt. Wer von Tatsachen spricht, hat seine Lebenswelt schon verlassen und eine Haltung eingenommen, die einer bestimmten und durchaus strittigen Epistemologie und Ontologie verpflichtet ist. Tatsachen sind nicht epistemische Ausgangspunkte, sondern Resultate unserer Erkenntnisbemühung im Zeichen vermittelten wissenschaftlichen Umgang mit den Wirklichkeiten der Welt. Sie sind das, von dem wir sagen, dass es unser Reden und Denken über bestimmte Aspekte der Welt wahrmacht oder als falsch erweist. Aber sie belegen keinen unmittelbaren Weltzugang. Eine solche Unmittelbarkeit gibt es nicht. Und wo man sie postuliert, verwechselt man das lebensweltlich Selbstverständliche mit dem, was uns unmittelbar und direkt gegeben ist. Vermittlung gibt es eben nicht erst dort, wo lebensweltliche Selbstverständlichkeit wissenschaftlich oder kulturell entselbstverständlich wird. Auch das Selbstverständliche ist vermittelt, und zwar auf mannigfache Weisen. Und deshalb muss man mit der Selbstverständlichkeit der Lebenswelt beginnen, wenn man den Wirklichkeitscharakter unseres Weltbezugs erhellen will und nicht mit einer illusorischen, epistemischen Unmittelbarkeit. Die Lebenswelt, das ist meine These im Folgenden, im umrissenen Sinn, ist das Paradigma eines realistischen Weltverhältnisses. Dieses ist durchgehend davon bestimmt, dass wir es in unseren Lebensvollzügen mit einer Wirklichkeit zu tun haben, die sich nicht unseren Lebensvollzügen verdankt, sondern diesen vorausgeht und sie ermöglicht, zu der wir uns aber auch nicht erst einen Zugang verschaffen müssen, weil wir immer schon zu ihr gehören. Genau darauf zu setzen, ist Realismus. Und deshalb kann man seine Grundformel etwa so formulieren: Die Welt ist so, dass wir erkennen können, wie sie ist. Und wir sind so, dass wir erkennen können, wie die Welt sich uns zu erkennen gibt. Dieser doppelseitige Sachverhalt charakterisiert den Begriff der Erscheinung. Die Welt ist die Gesamtheit des Wirklichen und Möglichen, das uns erscheinen kann. Und wir gehören zur Welt, weil uns diese so erscheinen kann. Eben das charakterisiert die Lebenswelt. Als Realist muss man sie ins Zentrum stellen. Keine philosophische Richtung hat es im 20. Jahrhundert pointierter getan als die Phänomenologie. Ihr Ausgangspunkt ist, wir sind nicht hier und die Welt ist nicht dort. Wir sind immer schon in die Welt verwickelt. Wir erleben sie, nehmen sie wahr und sie ist uns erschlossen. Wir erleben sie in bestimmter Weise und nehmen sie als etwas wahr. Husserl hat das im Anschluss an Franz Brentano im Begriff des Bewusstseins gefasst. Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Es ist gerichtet auf etwas, seine Struktur ist intentional. Nehmen wir die Wahrnehmung. Wenn ich etwas sehe, dann sehe ich immer etwas. Ein Hund, ein Tisch, dass die Tür offen ist. In der Regel sehen wir Sachverhalte, also nicht nur Gegenstände, auch wenn in der Regel Gegenstand gesagt wird. Aber was wir da sagen, kann nicht so verstanden werden, dass ich sage, ich sehe etwas als etwas. Ich sehe einen Hund und ich sehe nicht etwas als einen Hund. Ich sehe einen Tisch und nicht etwas als einen Tisch. Das heißt nicht, dass diese Formulierung völlig sinnlos wäre. Nehmen Sie den zweiten Fall. Ich kann mich täuschen. Und dann wird die Redewendung sinnvoll. Ich sehe etwas, meine, es sei ein Hund, aber es ist eine Katze oder der Hase, der da draußen immer vorbeirennt. In dem Fall ist das etwas, etwas Wirkliches, das ich als etwas Mögliches, aber eben als das falsche Mögliche angesehen habe. Und ähnlich bei Fortbestimmungen. Ich sehe einen Hund und nun sehe ich beim genauerem Hinsehen, dass es ein Pudel ist oder ein Mops oder was auch immer. Ich sehe einen Tisch. Bei näherem Hinsehen sehe ich ihn als Klapptisch. In jedem Fall ist das erste Glied ein Wirklichkeitsmoment, etwas, was wirklich ist und was dann anders als unter dem Gesicht eines Möglichen verstanden wird. Dritter Fall, wenn ich diese Formel so verwende, dass etwas Mögliches in den Blick genommen wird, von dem ich sage, das sei wirklich, also zum Beispiel sage, ich sehe hier im Raum platonische Kugelmenschen oder ein Einhorn vor der Tür. Oder Elefanten, dann
werden Sie, und das ist meine regelmäßige Redeweise, wird mich irgendwann zum Arzt schicken, weil ich das Mögliche und das Wirkliche verwechselt habe. Also die Formel macht Sinn, wenn ich sehe etwas als etwas, wenn dieses erste etwas, etwas Wirkliches markiert und nicht etwas Mögliches, wird das erste etwas zu einem Möglichen, dann haben wir Probleme, auf die ich zurückkommen werde. Wirkliches erscheint. Mögliches kann erscheinen. Das heißt, es kann wirklich werden oder es kann nicht erscheinen, kann nicht wirklich werden. Nicht, ob es etwas gibt, sondern wie uns etwas erscheint, ist damit die entscheidende epistemische Frage. Wie ist es für uns gegeben und als was nehmen wir es wahr? Wir sind immer schon so auf die Welt bezogen, dass wir sie von unserem Standpunkt aus perspektivisch als etwas erleben, weil sie für uns so zugänglich und erschlossen ist. Die Struktur des für uns und als etwas ist grundlegend auch für die Lebenswelt. Das aber ist noch zu unbestimmt. Am Wir-Welt-Verhältnis muss man Unterscheidungen machen, weil wir verschieden auf die Welt bezogen sein können und diese sich uns verschieden erschließt. Sie ist nicht nur für uns da, sondern auf bestimmte Weisen als etwas da. Und wir sind nicht einfach in sich verwickelt, sondern haben unterschiedliche Einstellungen zu ihr. Dass wir alle zunächst in natürlicher oder vorphilosophischer Einstellung zur Welt leben, das war Husserls Generalthesis. Deshalb haben wir es im alltäglichen Umgang mit uns und anderen stets mit diesem oder jenem, aber eben nicht mit der Welt zu tun. Landgräbe formulierte es präzise, ich zitiere, wir sind in der natürlichen Einstellung niemals gerichtet auf Welt, sondern immer auf Weltliches, das uns gegeben ist im umfassenden Gesamthorizont der Welt. Ende des Zitats. Wir sind gerichtet auf etwas in unserer Umgebung, das wir vorfinden, und wir können es als etwas bestimmen, weil es uns in einem Horizont gegeben ist, der auch unser Horizont ist. Allerdings, so wenig der Horizont ein Attribut der Bäume ist, die ich auf der Bergkuppe sehe, so wenig ist das Weltliche ein Attribut von uns oder von dem, was uns gegeben ist. Weltlich ist kein deskriptives Prädikat, mit dem sich Phänomene in unterschiedlichen Klassen klassifizieren könnten. Weltlich ist eine Kennzeichnung dessen, wie uns in der Welt Phänomene gegeben sind, nämlich so, wie sie unserem Bewusstsein erscheinen. In der natürlichen Einstellung haben wir es daher immer mit Weltlichem, aber noch keineswegs mit Welt zu tun. Das wird freilich erst deutlich, wenn man sich reflektierend oder phänomenologisch von der natürlichen Einstellung distanziert. Während die reflektierende Einstellung das einzelne Wahrgenommene und Erfahrene im Denken auf die selbst nicht erfahrene Gesamtheit des Erfahrbaren hin überschreitet, also einen Ganzheitsbegriff der Welt bildet, als Totalität alles Erfahrbaren, vollzieht die phänomenologische Einstellung eine andere Art der Distanzierung von der natürlichen Einstellung. Sie blickt nicht primär auf das, was erscheint, sondern darauf, wie und als was es für uns erscheint. Die Welt wird jetzt nicht mehr vergegenständlichend mittels der Unterscheidung von Teil und Ganzem als Inbegriff dessen bestimmt, was der Fall ist und sein kann, sondern sie wird phänomenologisch mit der Unterscheidung von Horizont und Standpunkt als Horizont dessen verstanden, was für jemand als etwas erscheinen kann. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen den Denkformen des 19. Jahrhunderts und denen des 20. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert fast immer in terms of Ganzheit, Ganzem und Teil gedacht. Erst mit der Phänomenologie im 20. Jahrhundert wird da umgestellt auf Standpunkt und Horizont. Und der Standpunkt ist nicht ein Teil des Horizontes und der Horizont ist nicht das Ganze der Standpunkt. Erst die phänomenologische Einstellung hat deshalb die natürliche Einstellung grundsätzlich verlassen, weil sie sich nicht auf das richtet, was wahrgenommen wird, sondern auf das Erscheinen dieser Gegenstände für uns. Nicht das, was erscheint, die Erscheinungen,
sondern dass überhaupt etwas für uns erscheint. Das Erscheinen ist das Zentralproblem der Phänomenologie. Oder wie Hobbes in De Corpore es formuliert hat, unter allen Erscheinungen, die es um uns gibt, ist das Erscheinen selbst am erstaunlichsten. Die Pointe von Hobbes' prägnanter Feststellung ist klar. Nicht das, was uns erscheint, ist das eigentlich Verwunderliche, sondern dass uns überhaupt etwas erscheint. Ohne das Feinesteil, von dem er spricht, gäbe es keine Phänomena. Nur weil etwas als etwas erscheint, gibt es für uns eine Welt. Und es erscheint nur als etwas, weil und insofern es für jemanden erscheint. Und diese beiden Momente, genau die drei Momente, die ich den Fürbezug und den Durchstruktur und die Altstruktur der Phänomene nenne, diese sind in der Lebenswelt noch nicht unterschieden. Und deshalb verbirgt sie ihre Vermittlungsstruktur und weckt die Illusion der Unmittelbarkeit. Alles, was sich zeigt, sei so, wie und als was es sich zeigt. Um das Erscheinen zu verstehen, muss man daher eine doppelte Unterscheidung machen. Zum einen zwischen dem, was erscheint, und dem, für den es erscheint. Und zum anderen zwischen dem, was erscheint, und dem, als was es erscheint. Die erste Unterscheidung führt begrifflich auf den Unterschied zwischen Objekt und Subjekt, Welt und Selbst. Die zweite auf den zwischen Sein und Sinn. Und die Unterscheidung heißt Unterscheidung und nicht Trennung der Aspekte. Genau das ist die Wurzel für zwei verschiedene Weltbegriffe. So ist die Einheit der ersten Unterscheidung der realistische Weltbegriff. Die Welt ist die Gesamtheit dessen, was erscheinen kann und derer, für die es erscheinen kann. Also die Totalität des Erfahrbaren oder die Erfahrungswelt. Die Einheit der zweiten Unterscheidung dagegen ist der idealistische Weltbegriff. Welt ist die Gesamtheit dessen, was erscheinen kann und als was es erscheinen kann, also die Totalität des Verstehbaren oder die Sinnwelt. Beides, das Erfahrbare und das Verstehbare, gibt es nur im Fürbezug, also für jemanden. Realismus und Idealismus, Erfahrungswelt und Sinnwelt, sind die begrifflichen Entfaltungen zweier verschiedener Momente am Fürbezug der Phänomene. Allerdings sind hier zwei Punkte zu beachten. Zum einen ist die Erfahrungswelt nicht erfahrbar, weil wir sie erfahren können, sondern umgekehrt. Wir können sie erfahren, weil sie erfahrbar ist. Und entsprechend ist auch die Sinnwelt nicht verstehbar, weil wir sie verstehen können, sondern wir können sie verstehen, weil sie verstehbar ist. Die Erfahrbarkeit der Welt und die Verstehbarkeit der Sinnwelt sind also keine Erzeugnisse dessen, der erfährt und versteht, sondern dem jeweiligen Erfahren und Verstehen vorgegeben und können eben deshalb auch verfehlt werden. Es gibt Irrtum und Missverstehen im Umgang mit der Welt, aber auch wahre Erkenntnis und richtiges Verstehen. Zum anderen kann nur etwas für jemand erscheinen, der existiert. Einem bloß möglichen Bewusstsein erscheint nichts. Dagegen ist alles, was einem Bewusstsein als etwas erscheint, etwas Mögliches. Aber nicht alles Mögliche ist auch etwas Wirkliches. Und da stellt die phänomenologische Analyse vor zwei Probleme. Das der Existenz und das der Fiktion. Ich deute nur ganz knapp an. Wir sind uns einer Sache immer nur so bewusst, wie sie uns erscheint. Das kann sehr einseitig und sehr verkürzt sein. Um das Wesentliche einer Sache zu erfassen, die uns perspektivisch als etwas erscheint, muss man deshalb kritisch weiterfragen. Nicht beim ersten Eindruck stehen bleiben. Husserl versucht, das methodisch kontrolliert zu tun durch die Methoden der eidetischen Reduktion und freien Variation. Um herauszufinden, welche Prädikate einem Gegenstand notwendig und unaustauschbar zukommen und welche ihm nur zufällig und aufgrund besonderer Umstände seiner konkreten Existenz zugelegt werden, müssen wir uns in eine Haltung der, wie er sagt, Epoche, der Enthaltung gegenüber der Frage meiner subjektiven Einstellung zu dieser Sache, gegenüber den theoretischen Vorannahmen, mit denen ich an die Sache herangehe, gegenüber dem Traditionswissen, das ich durch das Studium mit
trage, muss ich all das versuchen abzublenden, aber, so Husserl, ich sollte auch die Existenz des Gegenstands ausklammern. Also seine Wirklichkeit nicht mit berücksichtigen und ihn nur als ein Möglichkeitskonstrukt sehen. Und das dann in Form eines Gedankenexperiments durch mögliche Sachlagen durchspielen, um seinen Möglichkeitshorizont auszuloten. Und warum? Weil einem Bewusstsein nur Möglichkeiten gegeben sein können, die Existenz und damit die Wirklichkeit eines Gegenstands sind bewusstseinstranszendente Größen und können nicht als Bewusstseinsinhalt gefasst werden. Das führt allerdings in ein Problem, wenn wir diese Methode auf uns selbst anzuwenden versuchen. Uns selbst gegenüber können wir diese Epochéhaltung nicht einnehmen. Eine radikale Epoché, die nicht nur die Existenz der Gegenstände des Bewusstseins, sondern auch die Existenz des Bewusstseins der Gegenstände ausklammert, die führt sich selbst ad absurdum. Es gäbe da nichts mehr, was man untersuchen könnte und niemand, der etwas untersuchen könnte. Darauf hatte schon Heidegger hingewiesen, als er betonte, der Mensch selbst lasse sich nicht in phänomenologischer Epoche beschreiben, weil sonst gerade das ausgeblendet würde, was den Menschen ausmacht, nämlich seine Existenz. Husserl reagierte auf dieses Problem mit der Wende zur Lebenswelt, einer Welt, die vor den Differenzierungen in Bewusstsein und Bewusstseinsgegenstand, Existenz und Essenz liegt. Es ist der gemeinsame Boden, auf dem diese Differenzen überhaupt erst möglich werden. Sie bilden sich heraus, indem man aus den Selbstverständlichkeiten der Lebenswelt heraustritt und sich in ein differenziertes Verhältnis zu ihr setzt und dann zwischen dem Was und dem Das der Frage im Blick auf das, was uns begegnet, zu unterscheiden hat. Damit bleibt aber immer noch das Fiktionsproblem. Was immer mir erscheint, erscheint mir als etwas. Und ich kann es als etwas verstehen. Aber nicht alles, was ich als etwas verstehe, ist auch etwas, was mir erscheint. Das Verstehbare überschreitet den Bereich des Erfahrbaren, weil es auch das Imaginäre, das Illusionäre, das Fiktionale umfasst. Und deshalb müssen wir unterscheiden zwischen Phänomenen, die sich dem Erscheinen verdanken, also Wirklichkeit erschließen, die nicht wir selbst erzeugt haben, und Fiktionen, die sich unserem Zeichengebrauch verdanken, also ohne uns gar nicht wären. Fiktionen sind das, als was sie verstanden werden. Phänomene dagegen haben einen Eigensinn bzw. einen Sinnüberschuss. Sie können auch anders verstanden werden. Unsere Sinnwelt ist daher immer umfassender als die Erfahrungswelt. Aber es gäbe sie nicht, wenn sie nicht zusammen mit uns in der Erfahrungswelt verankert wäre. Nur im Sein gibt es Sinn. Nur im Leib Bewusstsein, ohne Wirkliches auch nichts Mögliches. Wo dagegen dem, was erscheint, mit dem, was als was erscheint, wo das zusammenfällt, da wird die Sinnwelt zur Welt überhaupt und es wird unmöglich, zwischen Faktum und Fiktum, Phänomen und Fiktionen zu unterscheiden. Und wir haben diese Debatte in den letzten Jahren ja nun mannigfaltig gehabt. Genau darauf hinbezogen muss man nun aber sagen, der Rekurs auf Unmittelbarkeit bietet hier gar keinen Ausweg. Phänomene sind nicht dadurch von Fiktionen unterschieden, dass sie unmittelbar und nicht zeichenvermittelt sind. Wie aber kann man dann zwischen ihnen unterscheiden? Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Die Antwort der Phänomenologie des 20. Jahrhunderts lautet im Kern, dass man auf das Erscheinen rekurrieren muss. Nicht als Sinngebilde und Konstrukte, sondern nur im Rekurs auf das Erscheinen lassen sich Phänomene von Fiktionen unterscheiden. Während bei Fiktionen das, was verstanden wird, mit dem, als was es von jemandem verstanden wird, zusammenfällt, ist das bei Phänomenen anders. Phänomene erscheinen und werden nicht von uns gemacht. Sie sind Ereignisse, die uns widerfahren, und nicht nur Sinnkomplexe, die wir mit Hilfe von Zeichen entwerfen. Anders als Fiktionen, die sich unserer Zeichenproduktion verdanken, gehören Phänomene zur Ereigniswelt des Erscheinens, also
zu der Welt, ohne die es uns nicht gäbe, die Welt des Erscheinens, und nicht nur zur Welt der Sinnkonstrukte, die es ohne uns nicht gäbe. Nicht die Beschreibungen von Erscheinungen, sondern die Analyse des Erscheinens ist daher das phänomenologische Kernproblem. Das Erscheinen aber ist keine Erscheinung, sondern das Ereignis, in dem sich etwas für jemand als etwas erschließt. Eben das nötigt dazu, zwischen dem, was als etwas erscheinen kann, der Welt, und dem, für den es als etwas erscheinen kann, dem Selbst, zu unterscheiden. Selbst und Welt sind also keine separaten Sachverhalte, die sich je als solche realistisch thematisieren ließen, sondern sie sind korrelative Aspekte der Situation des Erscheinens. Wer selbst ist, ist es in der Welt. Und was Welt ist, erschließt sich am Ort des Selbst. Wenn man sich nicht streng an diese situative Unterscheidung von Welt und Selbst hält, sondern stattdessen von der Welt oder vom Selbst auszugehen versucht, dann gerät man unweigerlich ins Dickicht des neuen Realismus, der die reale Gegebenheit von Objekten, Körpern, Dingen, Tatsachen zum selbstevident unmittelbaren Ausgangspunkt realistischen Denkens erklärt. Oder man gerät umgekehrt in das nicht weniger undurchschaubare Dickicht einer Subjektivitätskonzeption, die von der Realität von Subjekten oder Selbsten ausgeht, die sich ihrer Wirklichkeit gewiss sind und von daher auch die Welt zu begreifen. Aber beides ist abwegig. Ich zitiere einen vielleicht nicht ganz so naheliegenden Beleg. Popper hat es richtig beobachtet. There is nothing direct or immediate in our experience. We have to learn that we have a self. The apparent directness and immediacy are the result of training, just as piano playing or car driving. Weder am Ort der Welt noch am Ort des Selbst gibt es also etwas Unmittelbares. Beide symbolisieren vielmehr korrelative Aspekte eines Vermittlungsereignisses des Erscheinens von etwas, im weltlichen Sein, durch etwas, durch Zeichen, für jemand, ein Selbst, als etwas, einen Sinn. Zwischen Welt und Selbst muss man dann aber überhaupt nicht vermitteln. Der Zugang zur Weltwirklichkeit ereignet sich vielmehr im Erscheinen, weil wir selbst dieser Zugang sind. Wir vermitteln die Wirklichkeit nicht mit uns, sondern wir sind diese Vermittler. Wir sind der Ort, an dem die Welt in ihren Wirklichkeiten und Möglichkeiten im Medium unseres Lebens erscheint und sich im Spektrum unserer leiblichen Sinne und den Erkundungsgängen unseres Denkens in die Vielzahl von Erscheinungen bricht, mit denen wir es im Leben erleben, denken und handeln zu tun haben. Das Phänomen, das die Phänomenologie vor kulturalistischer Konstruktion oder scientistischer Verkürzung zu retten sucht, sind daher nicht irgendwelche realistisch vorausgesetzten Tatsachen, sondern die Einsicht, dass wir der Ort sind, an dem sich die Welt als Welt erschließt und uns als Selbst der Welt konstituiert. Und eben das versucht Husserl mit dem Begriff der Lebenswelt zu fassen. Lebenswelt ist der Modus, in dem wir die Welt erleben und in der Welt leben, vor jedem bestimmten Wissen und Tun, vor jeder Differenzierung in Bewusstsein und Bewusstseinsgegenstand, Ich und anderes, Selbst und Welt. Es ist der Realitätsgrund, auf dessen Boden diese Unterscheidungen überhaupt erst möglich werden. Husserls Weg zu dieser Einsicht vollzog sich als Abwendung von den Erscheinungen und als Hinwendung zum Erscheinen. Ich markiere hier nur ganz knapp die wichtigsten Schritte. Gegenüber der immer noch epistemisch grundierten Problemkonstellation seiner bewusstseinsphilosophischen Evidenzphänomenologie, auf die ich vorher angespielt habe, verlagert sich seit den 20er Jahren der phänomenologische Fokus von den Erscheinungen auf das Erscheinen. In den kartesianischen Meditationen von 1929 beantwortet Husserl die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit dafür, dass uns Phänomene erscheinen und Phänomene sich uns erschließen,
mit der Konzeption eines transzendentalen Ich-Welt a priori. Während sich jeder konkrete Akt eines empirischen Bewusstseins in dem Gegenstand, auf den er sich richtet, täuschen kann, ist es unmöglich, dass ein Ich nicht in einem Bezug zur Welt steht. Darüber kann man sich nicht täuschen. Weil wir uns nicht irren können, überhaupt in der Welt zu sein, können wir uns im Hinblick auf konkretes Weltliches gerade überhaupt erst irren. Das transzendentale Ich-Welt a priori ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass sich ein kontingentes Bewusstsein in Bezug auf konkretes Weltliches irren oder eben auch nicht irren kann. Heidegger wendet genau denselben Gedankengang ontologisch, indem er Husserls transzendental-phänomenologische Figur des reinen Ich-Weltbezugs in die Beschreibung des Daseins als in der Weltsein überführt. Wie Husserls transzendentales Ich ist auch Heideggers Dasein per Definition ein Sein in der Welt, also ohne Welt nicht zu denken. Und wie bei Husserl jedes empirische Bewusstsein des a priori der transzendentalen Ich-Welt-Struktur voraussetzt, findet bei Heidegger jede konkrete ontische Bestimmung des Daseins in seinen Bezügen zu seiner Umwelt und Mitwelt vor dem Hintergrund des ontologischen In-der-Welt-Seins statt. Genau dieselbe Struktur. Heideggers ontologische Version dieses Arguments hat allerdings gegenüber Husserls Konzept einen Vorteil, nämlich den, die sich bei Husserl aufdrängende Frage der Konstruktion von Subjektivität und Intersubjektivität zu unterlaufen. Nur auf dem Boden des Daseins kann zwischen Subjekt und Objekt, also Subjektivität, beziehungsweise Subjekt und anderen Subjekten, Intersubjektivität unterschieden werden. Und deshalb kann das Dasein nicht mit Subjekt sein und die Mitwelt nicht mit Intersubjektivität übersetzt und gleichgesetzt werden, wie das immer wieder geschieht. Wenn ich Zeit hätte, würde ich jetzt zeigen, dass der Zug, den Heidegger da vornimmt, große Ähnlichkeit mit dem hat, was der frühe Schelling im Blick auf die kantische und spinozistische Tradition gemacht haben. Nämlich einen Schritt hinter diese Differenz zurückgehen, die mit Subjekt-Objekt-Gegensätzen operiert. Aber das deute ich jetzt nur an. Husserl reagiert auf Heideggers Gegenkonzeption in den 2 Jahren vor seinem Tod erschienenen Schrift Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie 1936 mit der Wende von der transzendentalen Phänomenologie des reinen Ich zur Phänomenologie der Lebenswelt. Das ontologische In-der-Welt-Sein Heideggers wird jetzt phänomenologisch als Lebenswelt bestimmt und lebensphänomenologisch neu durchdacht. Die Lebenswelt ist die Welt des Selbstverständlichen, die uns immer schon im Rücken liegt, zu der wir also nie zurückkehren können und von der wir doch in jedem Lebensvollzug zehren. Wenn man aufhört, im Modus lebensweltlicher Selbstverständlichkeit zu leben, dann verliert das Selbstverständliche seine Selbstverständlichkeit und wird in seiner Kontingenz einsichtig. Und eben diesen Schritt vollzieht philosophische Reflexion methodisch, indem sie an jedem Punkt die Kontingenz heraustreibt, das Selbstverständliche also zu entselbstverständlichen versucht. Aus der eidetischen Reduktion und der freien Variation wird so das Projekt der Entselbstverständlichung des Selbstverständlichen. Hans Blumenberg, der mehr als andere Husserl an diesem Punkt gefolgt ist, geht noch einen wichtigen Schritt über Husserl hinaus. Er versteht den Ort, an dem uns Wirkliches erscheint, zugleich als den Ort, an dem uns Mögliches erscheinen könnte. Lebensweltphänomenologie im Indikativ wird da zur Möglichkeitsphänomenologie im Potentiales und Irreales. Insofern er nicht nur fragt, was eine Sache, die uns erscheint, ist oder war, sondern was sie sein könnte, hätte gewesen sein können, unter spezifischen Bedingungen gewesen wäre. Ideengeschichtliche Möglichkeitsvariation und experimentierende Erkundung unausgeschöpfter realer und irrealer Möglichkeiten sind seine Verfahren, um das Selbstverständliche zu entselbstverständlichen und die Kontingenz der Phänomene herauszutreiben. Doch damit wird der Blick wieder auf die Sache, also das Phänomen, und nicht auf den Ort ihres Erscheinens, das phänomenale Ereignis, gerichtet. Das Erscheinen wird aber nicht besser verstanden,
Wenn man den Blick schärft für das, was man bisher nicht gesehen oder übersehen hat, das ist eine bloße Steigerung der Zahl der Phänomene, mit denen man sich befasst, beziehungsweise der Gesichtspunkte, unter denen man sie betrachtet. Aber keine klärende Erhellung des Ereignisses, in dem sich mir etwas durch etwas als etwas erschließt. Es versteht sich ja nicht von selbst, dass uns etwas erscheint. Dass die Welt also so ist, dass sie uns phänomenal auf welche Weise zugänglich werden kann und dass wir so sind, dass es uns Phänomene so, nämlich auf welche Weise, erschließen können. Das Ereignis des Erscheinens ist ein Widerfahrnis im Leben, das Spuren hinterlässt. Die zentrale Aufgabe der Phänomenologie ist deshalb nicht die Analyse von kulturellen, ästhetischen, religiösen und so weiter Phänomenen, sondern des Erscheinens von Phänomenen. Und das ist kein isoliertes Bewusstseinsphänomen, sondern ein Ereignis, das eingebettet ist in die leiblichen Vollzüge einer Lebenswelt, die wir als Mitwelt, Umwelt, Vorwelt und Nachwelt mit anderen teilen, lange ehe wir sie als solche thematisieren und erhellen können. Und das bringt mich zum letzten Schritt meines Gedankengangs. Was ist denn mit dieser Wende zur Lebenswelt, die ich so ein bisschen nachskizziert habe in dem, was ich Ihnen vorgetragen habe bisher, was ist damit gewonnen? Was das ist, lässt sich an der Intentionalitätsdebatte der analytischen Philosophie, Philosophy of Mind, verdeutlichen. Schon lange ist klar, dass man Intentionalität nicht als eine Beziehung des Bewusstseins zu etwas Nicht-Bewusstseinsmäßigem verstehen kann. Beziehungen zwischen Verschiedenen kann es nur geben, wenn das Verschiedene in relevanter Hinsicht gleich ist. Die Homogenitätsbedingung für die Relata von Relationen bedeutet aber, dass sich Bewusstsein nur auf Bewusstes oder Unbewusstes beziehen kann, aber nicht auf eine bewusstseintranszendente Welt. Intentionen sind mentale Relationen und die Relate mentaler Relationen sind selbst mentale Relate und nicht etwas Transmentales. Und entsprechendes gilt für die Kausalitätsrelation. Ist die Ursache, in welchem Sinn auch immer, nicht mental, dann kann auch die Wirkung nur nicht mental sein. So oder so kann es keine Beziehung zwischen Geist oder Mentalem und Welt nicht mentalem geben. Es führt aber auch nicht weiter, den Geist auf etwas Nicht-Mentales zu reduzieren, etwa das Gehirn, und die Welt auf etwas Mentales, auf Willen. Der Geist ist mehr als das, was das Gehirn macht. Und die Welt ist mehr als das, was wir als etwas erfassen und darstellen können. Der Geist, so könnte man sagen, ist unser Organ für das Mögliche, wie der Leib das Organ für das Wirkliche ist. Das aber heißt nicht, dass das Bewusstsein Wirkliches und Unmögliches mental repräsentiert, ist das Entscheidende, sondern dass nur Wirkliches, leibliches Bewusstsein etwas Wirkliches oder Mögliches repräsentieren kann. Wir können die Wirklichkeit dessen ausblenden, worauf unser Bewusstsein sich richtet, aber wir können nicht ausblenden, dass sich nur ein wirkliches Bewusstsein intentional auf Phänomene beziehen kann. Das ist nur möglich, insofern das Bewusstsein selbst Resonanzboden der Extensionalität der Phänomene ist. Richtet sich unser Bewusstsein intentional auf Wirkliches und nicht nur auf unsere Konstruktion von Wirklichem, dann muss die Intentionalitätsthese durch eine Extensionalitätsthese fundiert werden. Die Welt ist uns nur so zugänglich, wie sie sich uns erschließt. Sie erschließt sich uns aber nicht primär als dieses oder das, sondern als ein Möglichkeitsraum, in dem wir sie so oder so verstehen können. Nur weil wir zur Wirklichkeit gehören, kann sich uns Wirklichkeit erschließen. Aber weil Wirklichkeit sich uns nicht als etwas Bestimmtes erschließt, sondern als Totalität der Möglichkeiten, in der wir sie als etwas verstehen können, ist der entscheidende Punkt der, dass es für wirkliches Bewusstsein Phänomene gibt, aber dass Phänomene nicht als etwas Bestimmtes in Erscheinung treten, sondern als ein Raum von Möglichkeiten, auf den wir uns beziehen können. Aber das genügt noch nicht.
Um den beschriebenen Aporien von Bewusstsein und Sein, Selbst und Welt entgehen zu können, müssen wir nicht nur Intentionalitätsrelationen mit Extentionalitätsrelationen verknüpfen. Das würde das Problem nur iterieren, weil das die Frage wäre, wie lassen sie sich verknüpfen? Sondern es müssen zwei Relationskomplexe gekoppelt werden, die jeweils schon Mentales, Mögliches und Nicht-Mentales, Wirkliches verknüpfen. Intentionalität heißt, reale Menschen beziehen sich mental auf etwas Mögliches, indem sie etwas als etwas verstehen. Das ist die Als-Struktur. Extentionalität heißt, Phänomene erschließen sich dem Geist realer Menschen, indem sie diesen realen widerfahren. Das ist der Fürbezug von Phänomenen. Möglich ist die Koppelung dieser beiden Komplexe, weil Menschen und ihre intentionalen Akte zur Wirklichkeit der Welt gehören. Und weil uns Phänomene durch ihre extentionalen Akte einen Möglichkeitsraum erschließen, in dem wir etwas Wirkliches als etwas Mögliches als etwas Wirkliches verstehen können. Wir beziehen uns mental auf die Welt, indem wir uns auf den Möglichkeitsraum beziehen, den uns die Welt erschließt. Und die Welt kann sich so erschließen, weil wir als Wirkliches einen Möglichkeitsraum haben, in dem sich Möglichkeiten zuspielen lassen, als die sich die Welt erschließt. Also wir treffen uns nicht, die Frage ist nicht, wie bezieht sich Mentales auf Nicht-Mentales, sondern wie sich das, was uns an Möglichkeiten zugespielt wird, in dem Raum, den wir als Möglichkeitsraum immer mit unserer Wirklichkeit mittransportieren, wie sich das erschließt. Die Realität des Erscheinens, so meine ich deshalb, ist das Ereignis der Koppelung dieser beiden Beziehungskomplexe. Die Welt erschließt sich uns real als Möglichkeitsraum und wir als Glieder der wirklichen Welt beziehen uns mental auf diesen Möglichkeitsraum, um in ihm zwischen Möglichem und Wirklichem zu unterscheiden. Phänomene sind daher nicht nur als Wirkliches zu verstehen, das da ist, als Dinge oder Tatsachen, sondern als Möglichkeitsgebilde, die uns einen Horizont eröffnen, indem wir sie als etwas verstehen und von anderem Möglichen und Wirklichen unterscheiden können. Sie widerfahren uns, indem sie uns Möglichkeiten eröffnen und zuspielen. Und sie erweisen sich als wirklich, indem sie unseren Möglichkeitsraum verändern. Damit ist allerdings eine Frage noch nicht gestellt, geschweige denn beantwortet. Was ist denn die Bedingung der Möglichkeit für diese Koppelung, von der ich gesprochen habe, von mentalen Intentionalitätsbeziehungen und realen Extentionalitätsbeziehungen am Ort des Menschen? Alles Mögliche ist ja Mögliches von etwas, beziehungsweise Mögliches für jemand, der beziehungsweise das in letzter Analyse selbst nicht nur möglich sein kann, sondern wirklich sein muss. Dass Phänomene erscheinen, ist wirklich. Also ist es auch möglich. Aber in welcher Wirklichkeit gründet diese Möglichkeit? Diese Frage markiert den Ansatzpunkt einer phänomenologischen Religionsphilosophie, wie sie seit einigen Jahren an verschiedenen Orten entwickelt wird, und zwar in ganz unterschiedlicher Weise. In der französischen Debatte, Marion etwa, ich will Ihnen ein Beispiel aus einer anderen Debatte gleich geben. Diese phänomenologische Religionsphilosophie beschreibt nicht nur religiöse Phänomene, die allenfalls für die von Interesse sind, die sich für Religion oder Religionen interessieren. Sie stellt auch nicht nur epistemologische oder ontologische Fragen, die religiöse Phänomene betreffen, sondern sie fragt grundsätzlich nach der Bedingung der Möglichkeit der Realität des Erscheinens. Damit thematisiert sie eine Dimension menschlichen Lebens, Erkennens und Verstehens, ohne die menschliches Leben nicht vorstellbar ist. Sie geht, und das ist mein Beispiel, wie Mark Johnston, der ist Professor der Philosophie in Princeton. Johnston geht von der Einsicht aus, und ich zitiere ein komplexes Buch, das ich auf drei Punkte reduziere. Reality is being making itself present to beings. Er sagt, wir sind Seiende, die so beschaffen sind, dass sich uns Sein im Erscheinen erschließen kann und das Sein ist so, dass es sich uns erschließen kann.
Nicht wir machen uns daher die Wirklichkeit zugänglich, indem wir sie als etwas erfassen, sondern das ist nur möglich, weil sich uns die Wirklichkeit als etwas erschließt. Das heißt, modes of presentation are not mental. They are objective in that they come with the objects themselves as the very features of those objects that make them available for demonstration, thought and talk. Dass dies so ist, erklärt Johnston teleologisch. The outpouring of being by way of its exemplification in ordinary existence is for the sake of the self-disclosure of being to us. Sein ist das, was sich einem Bewusstsein erschließen kann. Bewusstsein gibt es, damit Sein sich immer schließen kann. Und dass beides, Sein und Bewusstsein, so aufeinander bezogen sind, das nennt Johnston Gott. Da ist viel mehr noch in diesem Entwurf. Ich habe ihn, wie gesagt, auf einen zentralen Punkt reduziert. Der Versuch ist aufschlussreich, aber er greift an drei Punkten zu kurz. Und damit will ich enden. Zum einen bleibt die Beziehung zwischen Sein und Bewusstsein ungeklärt. Sein bestimmt, das haben wir ja nicht einfach Bewusstsein, wie die Kausaldeterministen meinen. Aber Bewusstsein bestimmt auch nicht das Sein, wie ein rhetorischer Trumpismus meint, der auf der linken wie der rechten mit Inbrunst praktiziert wird. Man muss nur oft genug wiederholen, was man sagt, dann wird schon irgendwann geglaubt werden, dass es so ist, wie man sagt. Das Erste unterschätzt die Kreativität des Möglichen. Das Zweite scheitert am Widerstand der Wirklichkeit. Nicht alles Mögliche ist auch wirklich, aber alles Wirkliche ist auch möglich. Man muss die Beziehung zwischen Sein und Bewusstsein daher nicht im Bereich des Wirklichen, sondern im Bereich des Möglichen klären. Zum anderen berücksichtigt Johnston nicht zureichend, dass die Extensionalität der Phänomene nicht allein darin besteht, einen Möglichkeitsraum zu eröffnen, in dem sich etwas als etwas erschließt, sondern dass sie nur dadurch überhaupt Phänomene sind, dass sie das für uns in einem lebensweltlichen Sinnhorizont tun, zu dem wir schon gehören. Nicht der Übergang von Sein zu Sinn macht das Phänomen zu Phänomen. Das liegt immer schon in unserem Rücken. Sondern dass es sich uns erschließt, also Phänomen für uns wird. Das ist nur möglich, weil wir immer schon in einer Sinnwelt leben. Nur deshalb können wir etwas als etwas, etwa einen Hammer als ein Werkzeug, einen Nachbarn als Freund, einen Baum als Kastanie verstehen. Und eben das hat Heidegger mit der Analyse der Zuhandenheit und Husserl mit dem Begriff der Lebenswelt zu fassen versucht. Unsere Sinnwelt ist keine solipsistische Privatwelt, sondern, das zeigt die Sprache an, eine stets sozial vermittelte Mitwelt mit anderen, mit denen wir kommunizieren und interagieren und mit denen wir bei allen Differenzen im Einzelnen eine gemeinsame Vergangenheit, eine gemeinsame Gegenwart, ein gemeinsames Verstehen teilen. Lebten wir nicht immer schon zusammen mit anderen in einer lebensweltlich erschlossenen Sinnwelt, gäbe es für uns auch keine Phänomene, sondern nur sinnfreie Ereignisse. Und das ist zu wenig, welchen Sinn auch immer die für jemand anderen haben mögen. Zum Dritten, und das hängt mit diesen lebensweltphänomenologischen Defiziten zusammen, endet der Gedankengang von Johnston in einem naturalistisch verkürzten Gottesbegriff. Gott ist seiner Definition zufolge, und ich zitiere wieder, the highest one, that is the outpouring of being by way of its exemplification in ordinary existence for the sake of self-disclosure of being. Der Ausdruck Gott steht also dafür, dass die Welt so ist, dass es Erscheinen gibt, etwas also als etwas erscheinen kann. Aber diese Definition hebt nur auf die Als-Struktur der Phänomene ab und damit auf den Eigensinn und die Verstehbarkeit des Seins. Sie blendet aus, dass es um the self-disclosure of being to us geht, wie Johnston zunächst richtig gesagt hatte. Doch dass etwas als etwas erscheinen kann und dass es für uns als etwas erscheinen kann, darf nicht auseinandergerissen werden,
Sonst fällt das ganze Problem wieder in die Relade von Sein und Bewusstsein, Welt und Selbst auseinander. Die Fürrelation der Phänomene kann in der Bestimmung des Gottesgedankens nicht ausgeblendet werden. Sie muss im Gottesgedanken selbst ausdrücklich verankert sein und darf ihm nicht nur äußerlich hinzugefügt werden, wenn dieser phänomenologische Weg zu einem religionsphilosophischen interessanten Ergebnis führen soll. Bezugnahmen auf Gott sind nicht schon dann sinnvoll und vernünftig, wenn sie verständlich machen, inwiefern Sein sich sinnvoll erschließen kann, also einen Eigensinn hat. Sie müssen zugleich erhellen, inwiefern es sich für uns so erschließen kann, dass wir es nicht nur irgendwie willkürlich als etwas konstruieren, sondern in seinem Eigensinn verstehen können. Also einzusehen vermögen, dass die Möglichkeit dieser Wirklichkeit nicht in uns oder in den Phänomenen selbst gründet, sondern in einem Jenseits dieser Phänomene, das in einer bestimmten Weise Gott genannt zu werden verdient. Eine phänomenologische Religionsphilosophie, die beide Verkürzungen vermeiden will, muss also einerseits stärker lebensweltlich orientiert sein und andererseits auch den Gottesgedanken nicht abstrakt als phänomenologisches Konstrukt der Altstruktur von Phänomenen einführen, sondern konkret in seiner lebensweltlichen Funktion und Relevanz erhellen. Der Schlüsselbegriff dafür ist der Möglichkeitsraum. So besteht die Extensionalität der Phänomene in ihrem Potenzial, ihren Möglichkeitsraum uns zu erschließen. Die Intentionalität unseres Bewusstseins ist entsprechend unser Potenzial, bestimmte Möglichkeiten eines Phänomens in unserem Möglichkeitsraum erfassen zu können. Dass die Welt und dass wir so sind, dass das Möglichkeitspotenzial der Phänomene sich im Möglichkeitsraum unseres Bewusstseins erschließen kann, ist die grundlegende Selbstverständlichkeit der Lebenswelt. Die Welt ist so, wie wir sie erleben, und wir erleben sie so, wie sie ist. Man muss die Lebenswelt verlassen, um zu erkennen, dass sich das nicht von selbst versteht, sondern dass es auch anders sein könnte. Dann stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass es einen gemeinsamen Möglichkeitsraum von uns und den Phänomenen der Welt gibt, in dem wir uns und die Welt nicht nur auf eine Weise, sondern eben auch auf andere Weisen verstehen können. Und die Antwort lautet, dass die Möglichkeit dafür in letzter Instanz in der Wirklichkeit gründet, ohne die es kein Leben und keine Lebenswelt gäbe und die man in der Sinnwelt, in der wir leben, Gott nennt. Nicht nur Phänomene sind uns also immer schon lebensweltlich erschlossen, wenn auch nicht vollkommen in jeder Hinsicht, sondern auch der Gottesbezug hat schon in der Lebenswelt seinen Ort, wenn auch nicht vollständig erhellt und verstanden, wenn er nicht gänzlich abstrakt werden soll. Sobald ich das Gottesthema erst aus zweiter oder dritter Explikationsstufe einführe, wird es einer abstrakten Fragestellung. Wird die Realität des Erscheinens also lebensweltlich entfaltet, dann tritt sie als Ereigniszusammenhang in den Blick, der sich als Selbstverstehen, Weltverstehen und Gottverstehen vollzieht. Keines dieser Momente kann auf eines der beiden anderen zurückgeführt werden und keines dieser Momente kann ausgeblendet bleiben, wenn wir die Wirklichkeit unserer Lebenswelt verstehen wollen. Wir stehen der Welt nicht gegenüber, sondern wir sind der lebensweltliche Ort, an dem sich durch die Sinnprozesse des Selbstverstehens, Weltverstehens und Gottverstehens ein Möglichkeitsraum eröffnet, in dem wir uns und unsere Welt als eine Wirklichkeit verstehen können, die ihre Möglichkeit der Wirklichkeit des Möglichen verdankt, ohne die es kein Erscheinen, keine Welt, kein Menschen, kein Leben gäbe und die daher mit Recht Gott genannt zu werden verdient. Ich danke Ihnen. Ja, lieber Ingolf, danke für diese Erscheinung des Bewusstseins mit all seiner Wirklichkeit. Das war wirklich eine Hermeneutik der Lebenswelt, würde ich sagen. Im Ausgang von den Phänomenen, die uns bedrücken, die wir analysieren versuchen, eine hermeneutisch-philosophisch geschulter Blick, der eben mehr ist als ein nur Hinklotzen, sondern ein differenziertes, begrifflich geladenes Hinschauen und Reflektierendes. Ich glaube, wir haben sicher eine Menge Fragen dazu und das sozusagen die Analyse unserer Lebenswirklichkeit dann in eine hermeneutisch-phänologische Religionsphilosophie mündet, ist, glaube ich, besonders aufregend im doppelten Sinn des Wortes. Einige finden das anregend, andere werden sich vielleicht darüber aufregen. Deshalb würde ich gerne die Diskussion eröffnen. Wir wollen das so machen, diejenigen,
die uns hier im sozusagen virtuell folgen, haben die Möglichkeit, die Funktion, wenn Sie unten die Funktionsleiste aktivieren, über die F und A, Frage und Antwort. Also schreiben Sie uns nicht in den Chat, sondern F und A, Fragen und Antwort. Ich werde unterstützt von Frau Breuer, die hier im Raum ist, und Frau Sütterlitz in der Regie versuchen, diese Fragen zu sammeln. Wir werden sie dann vorlesen, vortragen, und Herr Dahlfeld wird darauf antworten. Es gibt auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer im Raum. Sie können natürlich auch Fragen stellen. Ich versuche das dann eben zu koordinieren mit den Fragen aus dem Netz. Diejenigen, die im Raum ihre Frage stellen, bitte ich dann hier vorzutreten ans Mikrofon, weil wir sonst schwer verstehbar sind, sowohl akustisch wie auch optisch. Also bitte, wer sich im Raum meldet, möge aufzeigen und dann nach Aufforderung vortreten. Die anderen bitte ich in der Frage- und Antwort-Sektion im Chat eben ihre Fragen zu formulieren. Wir tragen sie dann vor. Also es wird sicher 1-2 Minuten dauern, bis Sie sich daran gewöhnt haben, aber die Funktionen sind jetzt offen. Herr Ingolf, darf ich mit einer ersten Frage beginnen? Der Widerstand, in dessen Verarbeitung uns die Phänomene sozusagen in ihrer Nicht-Fiktionalität zeigen, und an dem wir auch merken, dass wir gewissermaßen in einer Lebenswelt eingelassen sind, die wir mit anderen teilen. Dieser Widerstand kann natürlich auch die Form des Widerspruchs, also die Intersubjektivität, wurde jetzt hier so, wenn ich richtig verstanden habe, was ich gefolgt habe, thematisiert als ein gemeinsames in der Welt sein, eine gemeinsame Deutung der Lebenswelt. Aber diese Gemeinsamkeit kann natürlich auch die Kritik, der Einspruch sein, den wir erfahren. Nicht nur das Problem, an dem wir uns in gemeinsamer Deutung abarbeiten, sondern das herausgefordert sein von dem anderen. Also Sprache ist nicht nur Sinnentwurf, den wir teilen, sondern Sprache ist auch Kritik und Antwort auf Kritik. Welche Rolle spielt sozusagen der personale Widerspruch, den wir andere leisten in der Lebenswelt, wirklich zu dem Widerspruch, den uns vielleicht im Widerstand, den uns die Dinge vielleicht leisten? Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn die Differenz zwischen Fiktionen und Phänomenen etwa so konstruiert werden kann, wie ich es versucht hatte zu erläutern, dann sind Phänomene dadurch ausgezeichnet, dass man eben über sie streiten kann, weil man sie verschieden sehen kann. Diese Verschiedenheit und der Streit über sie hat nun auch immer ein Problem. Und das hat, denke ich, am besten Schleiermacher erkannt. Der sagte, viele unserer Streit- und Auseinandersetzungsformen gehen fehl, weil sie noch gar nicht einen Bezugspunkt markieren, über den man gemeinsam streitet. Das heißt, die Frage ist immer die erste Frage, reden wir eigentlich von demselben? Und wenn ja, in welcher Hinsicht und wie? Und erst dann kann man den Widerspruch wirklich ernsthaft entfalten oder ihm etwas entgegenhalten. Solange wir nur verschieden über irgendetwas reden, wissen wir gar nicht, ob wir uns wirklich unklar ausdrücken oder über etwas auseinandersetzen. Und deshalb ist es ein Beispiel, sind oft so schwierig, über das Gottesthema mit anderen zu streiten, weil man gar nicht weiß, ob sie das Gleiche meinen, mit dem man selber, was man selber mit diesem Ausdruck meint, sodass die erste Klärung immer die ist, dass man den gemeinsamen Bezug des Streites festzustellen soll. Und Schleiermachers Dialektik, im Unterschied zu anderen Dialektikentwürfen, hatte genau diese Pointe, dass im Grunde genommen ein wesentlicher Teil unserer Gespräche und Auseinandersetzungen über das geht, dass wir uns auf das hin gemeinsam verständigen, was wir eigentlich strittig sehen. Und das steht nicht von vornherein fest, sondern es bildet sich sozusagen in dem Gespräch heraus. Und das geht nur über Widerspruch. Und deshalb ist sozusagen, dass man nicht nur eine Meinung hört, sondern dass man viele Meinungen hört, die Bedingung dafür, dass man überhaupt sich selber darüber klar wird, wovon man spricht. Ich kann nicht für mich festlegen, das ist mein Bezugspunkt, und dann alle anderen sozusagen, ich erwarte, dass alle anderen darauf sich einpendeln und sich darauf einlassen. So, wir haben jetzt Fragen, wenn ich richtig sehe, von Herrn Ansorge und von Herrn Stammer. Vielleicht darf ich beide Fragen vortragen. Dirk Ansorge bedankt sich für den Vortrag und stellt die Frage, ließe sich von Ihrer Argumentation her eine Theologie des religiösen Pluralismus entfalten, auf der Grundlage des Möglichkeitsraums, den Gott eröffnet?
und auf den unterschiedliches Bewusstsein unterschiedlich antwortet. Also Theologie des religiösen Pluralismus. Und von Dennis Stammer die Frage, welche Konsequenzen hat diese Sicht für den Offenbarungsbegriff? Kann Gott als ein Phänomen in diesem Sinne der Offenbarung erscheinen? Die erste Frage ist mit Ja zu beantworten. Das ist genau der Sinn, dass ich nicht sagen von einer Erschließungsphänomene in einer Einsinnigkeit, sondern einer Vielsinnigkeit errede, die eben verschiedene Zugangsweisen möglich macht, die aber alle rückbindbar sind eben an die Variationsbreite dieses Phänomens. Das muss man jeweils zeigen, dass also man noch nicht dadurch eine Pluralität positiv entfalten kann, dass jeder von etwas anderem redet, sondern die Frage ist ja, kann man von einem und demselben auf vielfältige Weise. Da müsste man nochmal genauer nachgehen, wie man dieses konstruiert. Und da kommt nun das Offenbarungsthema. Ich hatte Johnston und nicht Mariot als Beispiel für eine phänomenologische Religionsphilosophie genommen, weil Mariot, der vor allem auf diesen Offenbarungsthematik setzt, ganz anders vorgeht, als ich jetzt gerade vorgetragen habe. Er geht davon aus, dass es so etwas wie saturierte Phänomene gibt, die man gar nicht mehr sozusagen weiter erproben und auskundschaften kann, weil alles, was man da sagen kann, schon da ist. Das ist für mich eher mit der Fiktion verbunden, wie man vorher hören konnte, und nicht mit dem Phänomen. Phänomene sind für mich Überschussphänomene. An der Stelle kommt man wieder mit Mario in Kontakt. Aber Offenbarung wäre jetzt Folgendes, dass man in einen Prozess hineingenommen wird, in dem sich etwas zu erschließen beginnt, das man nicht ausloten kann. Nicht, dass man eine fertige Antwort bekommt, gewissermaßen durch die Offenbarung, sondern dass einem eine Zugangsweise eröffnet wird, in der man etwas verstehen kann, was man nicht abschließend verstehen kann. Und ich denke, das trifft ziemlich genau das, was in der christlichen Tradition mit Offenbarung gemeint ist. Wenn man, ich sage es nur als Beispiel, wenn man sagt, Christus hat Gott als Liebe offenbart, dann ist das zu wissen noch nicht viel, weil Liebe sozusagen der offene Horizont ist, den ich jetzt auskundschaften muss, um das zu verstehen, was hier mit Offenbarung gemeint ist. Also in diesem Sinne, denke ich, kann man den Offenbarungsgedanken aufnehmen, dass er die Konkretion ins Spiel bringt, über die man eine bestimmte Fassung dessen, was sich erschlossen hat, in unabgeschlossener Weise als Leitplanke bekommt, um weiterzufahren. Deshalb ist nach der Offenbarung, jetzt christlich gesprochen, von Gott nicht mehr anders als Liebe zu reden. Aber wie man über ihn als Liebe redet, ist damit noch ganz weit offen. Ja. Vielen Dank. Nochmal als Frage, ob wir, wenn wir so seitlich stehend diskutieren, ob wir da gut verstehbar sind, bitte das anzuzeigen. Ich sehe im Moment noch keine weiteren Fragen. Deshalb würde ich das mit dem Offenbarungsbegriff kurz aufnehmen, dann Annette Langer-Pitschmann. Wenn man Offenbarung in diesem Sinne auch versteht, in einer hermeneutisch-phänomenologischen Herangehensweise an das Religions- und das Gottesthema als ein Offenbarsein der Wirklichkeit, in der uns bestimmte Erfahrungen sozusagen unthematisch mitgegeben sind, ist das nicht sozusagen dann ein Aufheben sozusagen traditioneller theologischer Verständnisse von Offenbarung als Mitteilung Gottes, Gott schickt uns eine Botschaft, er identifiziert sich in einer bestimmten Weise. Also wird nicht eine theologische Rede von Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes in eine allgemein philosophische hermeneutische Rede von dem Offenbarsein des Grundcharakters der Wirklichkeit aufgehen? Nein, das denke ich eben gerade nicht. Also man muss natürlich mit Offenbarung, wenn man davon ausgeht, offenbart nicht nur das, dass wenn es offenbart ist, keine Fragen mehr offen lässt, dann hat man eine sehr verkürzte Vorstellung. Die Tradition, ich sage jetzt mal die theologische und die philosophische Tradition, hat eigentlich ganz anders akzentuiert. Die hat gesagt, Offenbarung ist nun mal ein paar 16. Jahrhundert-Figuren der reformatorischen Tradition. Offenbarung besteht darin, dass Gott sich unter Larven verbirgt, als er sich in präziser Weise verbirgt. Die Offenbarung ist so, sich zu verbergen, dass man dieses Verbergen als Verbergen des nicht zugänglich Gottes sehen kann. Aber wenn man jetzt gewissermaßen die Larve für die Offenbarung hält, dann hat man die Offenbarung nicht verstanden. Also es ist, auch in der jüdischen Tradition haben sie diese Figur, dass man das Verbergen des Verbergens, das ist die Offenbarung. Aber ohne zu verbergen, hätten wir keine Möglichkeit, etwas zu verstehen. Denn wir verstehen etwas nur durch Zeichen, also ohne die Durchstruktur von etwas medial vermittelt, können wir nichts verstehen. Wenn wir aber dieses Medium für das nehmen, was wir verstehen wollen, dann verfehlen wir die Offenbarung. Also, so hat die Tradition richtig argumentiert, denke ich,
Wenn wir Offenbarung überhaupt als Möglichkeit sehen wollen, dann muss es eine Weise des Verbergens sein, die sich selbst als Verbergen der Wahrheit deutlich macht. Also in dem Sinne wurde gesagt, das Kreuz ist die Offenbarung, weil hier unter dem Gegenteil, nämlich dem Gegenteil von Leid und Leiden und Tod, sich das erschließt, dass Gott Liebe ist. Das drängt sich nicht auf, wenn man dieses Phänomen betrachtet, sondern das ist genau, was dort gesehen werden muss, damit man von Offenbarung reden kann. Also Offenbarung ist ein komplexerer Prozess als nur ein Darlegen, wie es ist. Gut. Danke. Noch eine Frage von Matthias und Bachmann, die werden wir dann gleich hören, aber jetzt erstmal Annette Langer. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Sie haben ja sehr verführerisch dargestellt, ja, wie man sozusagen über die Fokussierung auf den Möglichkeitsraum diesen ganzen alten, fest verkeilten Debatten um Realismus und Antirealismus in der Religionsphilosophie vielleicht entkommen könnte. Was ich mich gefragt habe, ist, es entsteht ja dadurch sozusagen der Bedarf einer neuen Binnendifferenzierung. Sie haben es so gesagt, dass die Phänomenologie uns zeigt, dass wir eben eine neue Unterscheidung zu treffen haben, nämlich die zwischen Phänomen und Fiktion. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ist da genau die Kriteriologie? Denn wenn wir jetzt, also ich habe versucht, immer so den praktischen Horizont mitzudenken, ja, also in der Bewährung, in der Praxis, macht es ja oftmals keinen Unterschied. Also den Trumpismus haben wir natürlich sehr skeptisch dargestellt, sozusagen eine vorsätzliche Verkehrung der Fakten durch, also sozusagen Gleichsetzung, Aneignung der Fakten ins Bewusstsein. Man könnte ja auch ein bisschen milder sagen, es ist quasi einfach eine Regression in den Äquivalenzmodus. Ich unterscheide nicht mehr im Sinne einer Bewältigungsstrategie, fällt das für mich einfach alles in eins. Es kann ja auch eine Unfähigkeit sein, zu unterscheiden zwischen Phänomen und Fiktion. Das heißt, wo genau verläuft die Linie? Ja. Die Linie, das ist eine völlig richtige und wichtige Frage. Die Linie verläuft meistens eine negative und eine positive Antwort. Negativ ist, es ist gerade, weil die beiden so nahe beieinander liegen, muss man die Unterscheidung machen. Und auf der Ebene der Sinnkonstrukte kann ich sie eigentlich nicht machen. Also wenn ich nur so sagen soll, als was sie verstanden werden, wenn ich nur auf der Ebene bleibe, dann kann ich kein gutes Kriterium angeben. Mein erster Schritt, darüber rauszugehen, um Phänomen und Fiktion zu unterscheiden, wäre, Phänomene lassen sich immer auch noch anders verstehen. Deshalb habe ich von Sinnüberschuss gesprochen. Da lohnt es sich weiter zu forschen, sozusagen. Bei der Fiktion, die habe ich so gesehen, dann kann man darüber schreiben, ob es eine ist oder nicht. Aber sie wird verstanden, wie sie verstanden wird. Das wäre der erste Punkt. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Das ist nur der Zwischenschritt. Der entscheidende Punkt ist ähnlich wie der, den ich beim ontologischen Argument sehen würde. Das ontologische Argument führt nicht sehr weit, wenn man die kantische Kritik im Kopf hat, wenn man sie meint, man könnte sie semantisch lösen. Also, dass mit dem Gottesgedanken auch die Existenz Gottes gesetzt wäre. Wenn man nicht sieht, dass wir hier auf zwei Ebenen, nämlich der des semantischen Gebildes, des Begrifflichen und der Ebene des Lebens unterscheiden muss, dann ist der Widerspruch, um den es beim ontologischen Argument geht, und das hat Hegel richtig gesehen, gegenüber bestimmten anderen Traditionen, es eigentlich so zu fassen, dass der Widerspruch im Leben auftritt. Ich kann nicht das negieren, was Voraussetzung dafür ist, dass ich es negieren kann. Das ist ein pragmatischer Selbstwiderspruch, kein semantischer Selbstwiderspruch. Und in die Richtung würde ich auch Ihre Frage beantworten. Phänomene, wenn ich die negiere, weil sie als sozusagen etwas, was mir widerfährt, geschehen, negiere ich etwas, was mich überhaupt erst über dieses Phänomen zu reden ermöglicht. Bei Fiktionen, die kann ich abschalten sozusagen und etwas anderes anschalten. Jedenfalls bei den Fiktionen, die anders sind als die kantische Rede von den notwendigen Fiktionen der Ideen Gott, Freiheit und Sterblichkeit. Diese sind notwendig, weil wir nicht umhin kommen, sie zu machen. Aber das ineinander zerfallen lassen von der Idee Gottes und der Idee des Weihnachtsmanns oder irgendeines sozusagen völlig fiktionalen Charakters, die, denke ich, kann man nur dadurch klar machen, sagt, bei der Gottesidee stehe ich selbst der Debatte so, dass die Entscheidung nicht im Semantischen, sondern im Existenziellen fällt. Das, würde ich sagen, ist für die Phänomene das Entscheidende. Sie ereignen sich. Deshalb habe ich das Erscheinen und das Ereignen abgehoben und nicht auf die Sinngebilde, die sich daraus ergeben.
Ja, danke. Gut, ich würde jetzt gerne die Frage von Matthias Lutz-Wachmann weitergeben und danach vielleicht nochmal eine zweite Runde. Heiko Schulz und Bill Barbieri sind da. Matthias Lutz-Wachmann stellt die Frage, ob der Abschlussgedanke Gottes nicht so verstanden werden müsste, dass Gott dann als die notwendige Wirklichkeit zu denken ist. Das kommt jetzt darauf an, was man mit notwendig meint. Die Figur, auf die ich abgehoben habe. Die notwendige Wirklichkeit ist möglich. Ich weiß gut. Es ist offenkundig eine andere Wirklichkeit, diese Wirklichkeit des Möglichen, als die, die wir mit Kontingenz umschreiben. Jede kontingente Wirklichkeit ist die Aktualisierung einer Möglichkeit. Das kann man auf die Gottesthematik in dem angedeuteten Sinn nicht anwenden, weil dann müsste man eine Möglichkeit sozusagen voraussetzen, die man irgendwo lokalisieren müsste. Wenn die Grundthese richtig ist, über die man da streiten kann, dass es keine free-floating possibilities gibt, keine Möglichkeiten, die einfach da sind, sondern dass jede Möglichkeit in irgendeiner, wie auch immer vermittelten Weise, in einer Wirklichkeit gründet. Wenn das so ist, dann kommt man irgendwo auf den Punkt, dass man sagen muss, es muss etwas Wirkliches da sein, damit überhaupt Mögliches sein kann. Das war, wie immer man das dreht und wendet, die Einsicht, die der sogenannte vorkritische Kant 1763 in seiner Schrift gehabt hat. Also sagte über die einzige mögliche Demonstration des Daseins Gottes, das einzige mögliche Argument, dass er sagte, nein, nicht im Argumentieren über diesen Gottesgedanken, sondern im Lebensvollzug ist die Entscheidung schon gefallen. Also die Wirklichkeit ist die, wenn überhaupt etwas möglich ist, so Kant, dann muss etwas sein und dass diese eine Wirklichkeit sein, ohne die das nicht möglich ist. Das ist kein Gottesbeweis, sagt er, aber das ist der Baustein, in dem sich gewissermaßen jeder Gottesbeweis bewähren muss. Und diese Wirklichkeit kann man nicht zurückführen auf etwas anderes Mögliches. Ich kann es auch nochmal an der eigenen Existenz klar machen. In der aristotelischen Tradition wurde mit Recht unterschieden zwischen dem sogenannten akzidentiellen Werden und dem substanziellen Werden. Akzidentiellen Werden, wenn eine Substanz ihre Attribute gewissermaßen ändert, das Wasser ist kalt, dann wird es heiß. Das ist eine Veränderung. Aber das ist etwas ganz anderes, wie wenn eine neue Substanz auftritt, als ein neues Etwas auftritt. Das kann die Möglichkeit dazu, zu existieren, kann nicht sozusagen vorab gegeben sein, weil sie nicht in dem Existierenden lokalisiert sein. Ich habe nicht zunächst als mögliches Wesen existiert und bin dann aktuell geworden. Sondern diese Möglichkeit kann man nur der Welt zuschreiben. Denn wer verändert sich durch das Auftreten einer neuen Existenz eines Wesens? Nicht ich, sondern die Welt verändert sich. Also ist die Möglichkeit in der Welt gegründet. Und jetzt wende ich den gleichen Gedanken auf die Welt an. Wenn die Welt als Gesamtzusammenhang dieser Möglichkeiten, worin gründen die? Die kann man nicht der Welt zuschreiben. Das ist so ungefähr die parallele Gedanke, sondern muss eben in dem verordnet werden, was als Wirklichkeit vorausgesetzt wird. Damit ist klar, es muss eine andere Wirklichkeit sein, als eine, die aus der Aktualisierung einer Möglichkeit hervorgeht. Und an dieser Stelle kann man notwendig sagen, ich sage nicht notwendig, aus folgendem Grund, in unserer Modalitätssemantik des 20. Jahrhunderts ist Möglichkeit der Grundbegriff und Notwendigkeit wird erläutert in einer Standardform als das, was in allen möglichen Welten der Fall ist. Und kontingent ist das, was in manchen, aber nicht in anderen der Fall ist. Dann gehen wir vom Möglichkeitsbegriff aus. Und ich sehe eine andere sozusagen Modalkonzeption als die, mit der die Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts gearbeitet hat und an die ich anknüpfe mit dem, was ich da gesagt habe. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Gott wäre dann das allermöglichste Wesen und nicht das ens necessarium. Er ist das, sozusagen, wo die Gesamtheit des Möglichen und die Gesamtheit des Wirkens zusammenfällt. Nicht sozusagen so, dass es auch nur möglich sein könnte. Die Frage macht im Blick auf Gott keinen Sinn. Ist Gott möglich? Das war ja ganz in der berühmten in der Formulierung, was man sozusagen vor der Gottesthematik stellt, sagt, ja, und wo kommt der her? Und dann weiß man nicht weiter. Die Figur der Wirklichkeit des Möglichen, die er selber einführt, die Kierkegaard aufnimmt, hat ihre Pointe darin zu sagen, am Ort Gottes lässt sich die Frage nach dem Möglichen, das hier aktuell nicht mehr stellen. Ich kann es auch im Blick auf die
auf die Ursachenfrage stellen, formulieren. Wenn ich den Ursachenbegriff auf die erste Ursache anwenden will, muss ich anders reden, kann ich mir fragen, und was ist die Ursache, diese Ursache? Nicht, weil es die nicht gibt, sondern weil die Frage sinnlos ist. Also müsste man sozusagen so argumentieren, das wäre meine Antwort, ich würde nicht von Notwendigkeit reden, sondern von dem Ende sinnvollen Fragens nach Möglichkeit, aus denen alle Wirklichkeiten entstanden ist. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, noch zwei weitere Fragen. Noch eine dritte kommt dazu. Ich würde erstmal zwei Fragen zusammenfassen. Einmal Heiko Schulz stellt die Frage, eine begriffliche Frage, wie er sagt, auch das Selbstverständliche ist vermittelt, das ist ein Zitat. Heißt das, so Heiko Schulz, dass das Unmittelbare unmöglich ist oder dass kein Unmittelbares selbstverständlich ist? Und Bill Barbieri stellt die Frage, ob die phänomenologische Philosophie der Religion sich anschließt, anknüpft an das anthropische Prinzip der Kosmologie. Das Erste ist, als ich hatte angedeutet, man kann diese Begrifflichkeit des Unmittelbaren in verschiedenen Kontrastzusammenhängen sehen, vermittelt unmittelbar. Ich hatte ein paar Hinweise gegeben, wie sie verstanden wurde. Ich hoffe, es ist klar geworden, meine Verwendungsweise wäre eher grenzbegrifflicher Art. Das Unmittelbare ist nicht die Beschreibung von einem bestimmten Zustand oder einer bestimmten Weise, sondern ist die Markierung eines Punktes, ähnlich wie bei der Möglichkeitsfrage, wo eine Unterscheidung, die guten Sinn macht, in bestimmten Zusammenhängen keinen Sinn mehr macht, weil sie sozusagen in Selbstwidersprüchlichkeiten führt. Also ist somit unmittelbar eine Negativform in Form eines Grenzbegriffs, aber nicht eine positive Aussage über etwas, was unmittelbar ist. Weil man in jedem Fall sinnvoll nachfragen kann, und wie ist das Phänomen, das es da gibt, denn wie ist das nun doch vermittelt? Das ist gewissermaßen der Marker eines Abbruchs, der aber nicht willkürlich ist, sondern sagt, man kann mit dieser Unterscheidung nicht weiter. Insofern sind wir in der Welt immer schon sozusagen Teil der Welt. Wenn das mit unmittelbar gemeint ist, kein Problem. Nur das ist keine epistemische Unmittelbarkeit, die ist vermittelt. Es ist auch keine kausale Unmittelbarkeit, auch die ist ein anderes Struktur. Im Blick auf die andere Frage, das war das anthropische Prinzip. Nein, es ist keine sozusagen Kalkulation einer Wahrscheinlichkeit bzw. Unwahrscheinlichkeitsgröße auf der Basis von einer bestimmten Struktur, die unter bestimmten Voraussetzungen gerade so nicht anders angehen, hätte man leichte Veränderungen an den Bremsen vorgenommen, Ausgangslagen, hätte sich was ganz anderes ergeben. Meine These wäre eher so, egal wie wir den Prozess der Welt, ich meine jetzt sozusagen die Ereignisketten, die Wirklichkeit der Welt ausmachen, wie wir die ansehen, sie werden immer vor der Frage stehen, dass in ihnen Möglichkeiten in Wirklichkeiten geführt wird in irgendeiner Weise. Und deshalb immer die Frage aufwerfen nach dem, wo denn diese Möglichkeiten zu lokalisieren sind. Und es gibt Entwürfe im 20. Jahrhundert, die genau an dieser Stelle angesetzt haben, die prozessphilosophischen, vor allem der Whiteheadschen Tradition, die allerdings den Gottesgedanken dann gewissermaßen zum Gesamtbegriff von Welt und Gott gemacht haben. Das scheint mir sozusagen den Gottesgedanken zu stark zum Rahmen von allem zu machen. Ich sehe ihn eher als das Wirklichkeitsmoment, das es ermöglicht, dass es andere Wirklichkeiten gibt. Aber sozusagen diese Ermöglichung ist etwas, was man nicht auf den Gottesgedanken selber nochmal anwenden kann. Da wird das so rum grenzbegrifflich gesagt, selbstwidersprüchlich, wie man da weiter. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Schauen wir ein bisschen auf die Uhr. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich diese beiden Fragen noch vortragen und dann ist jetzt hier im Raum auch keine, dann langsam zum Abschluss kommen. Also zwei Fragen, wie gesagt, und dann Abschluss. Eine Frage von Michael Stein. Ich lasse sie hier offen, dann kann das auch nochmal nachgelesen werden. Nämlich eine lange Frage von Herrn Steinfeld, der sich für den Vortrag bedankt. Mich interessiert noch einmal, wie sich Ihrer Ansicht nach sinnvoll bzw. klug von Unmittelbarkeit reden lässt. Bei Husserl finden sich vor der Wende zur Lebenswelt ja durchaus Figuren der Unmittelbarkeit in der Zeitphänomenologie.
beispielsweise die Urimpression. Dabei handelt es sich um einen Grenzbegriff. Sie sprachen selbst vom Widerstand des Wirklichen gegenüber dem Bewusstsein. Ist es nur ein Widerstand, der dem Bewusstsein widerstreben kann? Vielleicht bleiben wir mal bei dieser langen, komplexen Frage. Also das ist natürlich ein ganzes Paket von Fragen, die man da jetzt hat. Wenn man die Debatte um das Unmittelbare in Husserl weiterverfolgen würde, dann wäre in der Tat das die Frage, ob man das mit der Urimpression machen muss. Das ist dann nun genau der Punkt, der gewissermaßen zum Kriterium der Überprüfung meiner weiteren Vermittlungsformen wird. Man muss darauf rekurrieren, muss man überhaupt die Referentenfixierung, von der wir vorher schon mal gesprochen haben, festhalten zu können. Kann ich sagen, wie lange kann ich sagen, dass ich noch von demselben rede, wenn ich in einer bestimmten Weise weitere Bestimmungen anfüge? Da hat es eine gute Funktion. Aber die Festlegung des Referenten ist nicht gleichbedeutend mit Unmittelbarkeit. Und der Ausgangspunkt von der Festlegung ist gewissermaßen nur eine Rückbindung an einen Punkt, von dem er auf die weiteren Bestimmungen eingeführt hat. Ich habe übrigens genau Johnson aus dem Grund gewählt als Beispiel für eine phänomenologische Religionsphilosophie, weil er als Schüler von Kripke genau an diesem Punkt sozusagen auf seine Fragestellung gekommen ist, nämlich in der Erkundung von Möglichkeitswelten, die aber nicht realistisch als mögliche Welten irgendwo sind, sondern die als perspektivische Konstruktionen gesehen. Und wenn man sie von dort her an betrachtet, ist die Frage, von welchem Punkt aus steige ich eigentlich in diese Sache ein? Und die Fixierung des Referenten scheint mir die Frage zu sein, die man immer beantworten muss, bevor man über einen Streit der Ansichten weiterreden kann. Das reden wir ja von demselben. Worauf nehmen wir Bezug? Das Johnstons Buch beginnt in einem ersten Kapitel, deshalb war es völlig richtig, mit der Frage nach dem Namen Gottes als fixing the referent für die weitere Debatte. Und das muss man bei der Husserl im Moment ähnlich machen. Man kann es auch anders tun, aber das scheint mir wichtig zu sein. Es gibt Unmittelbarkeit, aber immer gewissermaßen als Hintergrundbegriff, etwas, das nicht mehr der Fall ist. Deshalb manchmal ist es ein Grenzbegriff, der an etwas erinnert, dass, wenn man es als solches in den Blick nimmt, nicht mehr unmittelbar ist. Ja, vielen Dank. Die letzte Frage, die ich jetzt mal aufschlagen und aufrufen möchte, von Christoph Rogers. Wie ich sehe, hing Ihre Argumentation stark vom phänomenologisch erschlossenen Weltbegriff als Möglichkeitshorizont ab. Haben wir es aber nicht bei späteren phänomenologisch geprägten Denkern, gerade in Bezug auf den Begriff des Ereignisses, mit einer Infragestellung des Weltbegriffs zu tun, gerade auf der Lebenswelt? Wie sehen Sie die Stellung von Theorien, die das Unmögliche als Instanz des Realen zu denken versuchen? Das ist genau die Richtung, in die ich auch weiterdenken würde. Genau aus diesem Grund ist das sozusagen ein Schritt in diese Richtung. Meine ganze Debatte hat eben auf die Umstellung auf die Lebensweltproblematik gesetzt, weil die Diskussion des neuen Realismus eher an dieses Phänomen anzieht. Wenn ich es rein innerphänomenologisch und die weiteren Entwürfe ansehe, dann ist die Umstellung auf die Frage nach der Differenz zwischen möglich und unmöglich eine ganz wichtige Frage, auf die ich gar nicht eingegangen bin. Denn wie kann man gewissermaßen das, was man möglich nennt, wird ja von etwas unterschieden. Und das ist nicht nur das Wirkliche, sondern es ist eben zunächst einmal das Unmögliche. Deshalb ist die erste grundlegend orientierende Unterscheidung die zwischen möglich und unmöglich. Dann kann mich im Möglichen weitere Unterscheidungen machen zwischen möglich und wirklich. Und ich kann in dem Horizont dann den Weltbegriff machen. Und deshalb stimme ich vollständig zu, der Weltbegriff ist ein ziemlich abgeleiteter Begriff und nicht an der ersten Stelle einzuführen. Nur, und das ist mir nun wichtig, mir geht es bei den ganzen phänomenologischen, hermeneutischen Überlegungen in diesem Zusammenhang nicht darum, eine andere Art von Metaphysik zu skizzieren, sondern Orientierungsunterscheidungen klarzumachen. Was sind die Grundunterscheidungen, an denen wir uns ausrichten, wenn wir uns in unserer Wirklichkeit, unserer Welt orientieren? Und diese Orientierungsunterscheidungen sind nicht gleichzusetzen mit den erklärenden, deskriptiv basierten Argumentationen, mit denen wir bestimmtes Auftreten oder Veränderung von Wirklichkeit zu fassen suchen. Eine Orientierungsunterscheidung, nehmen wir mal die von Raum, von links und rechts, ist nicht da, wenn nicht ich da bin, sozusagen. Es gibt keine Dinge in der Welt, die links oder rechts sind. Und das gilt für
Orientierungsunterscheidung generell. Sie erschließen die Wirklichkeit, weil sie lokalisieren und von dort aus in bestimmte Weise ordnen. Deshalb sind für mich die beiden wichtigen Anschlussbegriffe über das hinaus, was ich heute jetzt vorgetragen habe, der Begriff der Ortung und der Begriff der Ordnung. Die Ortung ist die Indexikalität. Es gibt raumzeitliche Indexausdrücke, es gibt im personalkommunikativen Bereich die Personalpronomina zum Lokalisieren. Wenn ich hier ich sage und Sie ich sagen, sagen wir nicht dasselbe, sondern wir benutzen das gleiche Orientierungssystem. Das gleiche gilt im Blick auf das, was ich mit Gott meine. Ich halte Gott für einen Indexbegriff, der lokalisiert, nämlich was gegeben ist, so dass es von dem unterschieden wird, was ich die göttliche Wirklichkeit genannt habe. Was die Grundunterscheidung im Planspiel kommt, ist die zwischen Gott und Welt. Die ich kann man nirgendwo ablesen. Es gibt kein Phänomen in der Welt, an dem man ablesen kann, was es weltlich ist und nicht mit Gott, weil diese Differenz nicht als Phänomen auftritt. Genauso wenig wie die von links und rechts als Phänomen auftritt. Also das sind die Orientierungssysteme, in denen wir uns Welt erschließen. Und ich, mein Schlussgedanke am Ende meines Vortrags, dass es nicht genügt, sich auf Welt verstehen und selbst verstehen als die beiden so Horizonte zu verständigen, sondern dass die Gottesfrage hier mit einbezogen werden muss, hat genau damit zu tun. Dass es Welt und dass es selbst, dass es ein Erscheinen gibt, an dem diese beiden Momente auseinandertreten und sich aufeinander beziehen, das ist seinerseits noch einmal in einem anderen Horizont zu lesen. Und das ist für mich mit der Gottesfrage verbunden. Also wiederum keine erklärende, sondern eine orientierende Aussage. Wie verstehe ich mich in dieser Welt? Wie verstehe ich die Welt und mich im Horizont dessen, dass sie auch nicht sein könnte? Vielen Dank. Also, es wäre bestimmt noch möglich, sehr lange weiter zu diskutieren. Die Wirklichkeit sieht etwas drüber aus. Wir müssen zu einem Ende kommen. Ich danke für die Fragen, die Sie gestellt haben, dass Sie hier anwesend waren. Ich habe die Hoffnung, dass es möglich sein wird, das Gespräch mit Ingolf Dahnfert fortzusetzen, auch im nächsten Jahr vielleicht und auch mit einer wirklichen Präsenz und Erscheinung dann auch wieder vor Ort in Frankfurt und Bad Homburg. Das würde mich sehr freuen. Ich danke für den Impuls des Hierseins und du bleibst ja auch noch erreichbar für Fragen, für Diskussionen. Noch einmal allen herzlichen Dank, die gekommen sind und die auch virtuell teilgenommen haben. Danke nochmal, Frau Koban, für die Gastfreundschaft hier im Haus. Und mein herzlicher Dank natürlich nochmal an Ingolf Dahnfert für seinen Vortrag und die eingehende und engagierte Diskussion. Vielen Dank, Ingolf.